Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke und zu Mach kein Auge, unserer Valorant-Show. Heute mit den Themen, natürlich der große Elefant im Raum, das Focus-Lineup, dann die Polaris-Region bzw. die VRL-Changes, die wichtigste Regeländerung, dann ein paar Ergebnisse der Franchise-Teams und dann reden wir noch über die Game-Changers. Denkt dran, Like da lassen, Abo da lassen, ihr kennt den ganzen Lachs. Und auch wenn ihr hier auf Twitch in Zukunft mit dabei sein solltet, ja, falls ihr das Ganze auf YouTube seht, gerne Follow da lassen und ja, die kostenlose Möglichkeit für euch, uns mit einem kostenlosen Amazon Prime Sub zu unterstützen. Und jetzt haben wir auch alle Werbung durch. Marius, was geht ab? Was sagst du? Das war ja schon Banger, sag ich mal, jetzt die letzte, was heißt die letzte Woche? Die letzten Tage. Ne? Also auch an der Stelle nochmal, ne? Im Übrigen, vielen Dank für jetzt innerhalb von einem Tag, glaube ich, oder zwei Tagen über 100 YouTube-Abos. Also echt crazy. Ja? Wir lutschen uns an Fokus hoch. So was ist das. Ja. Fokus-Thema ist immer gut für uns auf jeden Fall. Ja, aber also daran. Fokus aber daran, und Dance, Alter. Daran sieht man ja auch, du meinst jetzt die letzten Tage oder seit auch schon vorher die Rumors so ein bisschen, man sieht halt, was für ein Thema oder was für ein Impact das ganze Thema eigentlich hat auf die Dachregion und so weiter und dass eigentlich jeder drüber redet, ne? Auch wenn jetzt offiziell Dach weniger im Fokus steht, von Fokus. Dach steht weniger im Fokus. Wo hast du den Witz ausgegraben? Der war gerade aus Versehen, Alter. Der kann von mir kommen, aber bei mir hätte ich fünf Tage darauf vorbereitet. Ich find's auch sehr crazy, tatsächlich einige Reaktionen. Also da ist ja schon viel Unverständnis bei einigen Leuten aus dem Dachbereich. Aber fangen wir erstmal mit dem neuen Fokus-Team an. Dafür werden ja hier die meisten auch einschalten. Das neue Fokus-Team, wie auch schon im Video erklärt, was ich jetzt gestern hochgeladen hatte, gestern 18 Uhr, glaube ich, mit Purpo, Yugi, Lime, Lewis und KPZ. Das sieht schon nach einem starken Team eigentlich aus, meiner Meinung nach. Aber was halt auffällt, sind halt diese vier Duelists und KPZ, der ja auch eigentlich, so Flex-Controller kann man, glaube ich, schon eher sagen. Meinst du, dass es, das habe ich ja auch im Video angesprochen, eher eine weirde Art und Weise, ein Team zu bauen? Oder meinst du, dass es eigentlich was man ausprobieren kann? Also vier krasse Madfragger zu holen und dann KPZ auch noch mit dazu, der ja auch wirklich krass zu sein scheint. Ist das eher weird, kontraproduktiv oder meinst du, das ist eigentlich ein Ansatz, den man auch mal probieren sollte? Ja, ich denke mal, außerhalb von den Gesprächen jetzt, dass Fokus halt jetzt kein Dachteam mehr ist, ist das eigentlich das größte Thema, ne? Die Art und Weise, wie Fokus jetzt ihr Team gebaut hat. Und wie du sagst, es ist eigentlich, du hast hier mehr oder weniger drei Stars dazu geholt. Und KPZ, so ein Mittelding, ne? Kann man sagen, ist auch schon halbwegs Roleplayer auf jeden Fall, aber auf jeden Fall hast du mit Purpo und Lime zwei geholt, die eigentlich als Stars durchgehen. Und du hast gleichzeitig noch Yugi im Team und wenn man streng genau drauf guckt, war ihr Boy Lewis ja auch am Anfang von Fokus der Starspieler im Team, ne? Also du hast jetzt hier echt ein Team mit verdammt vielen Stars, die auch zum großen Teil Duelist gespielt haben und so. Und das ist natürlich erstmal komisch, weil, ne, Valorant Agents, also die quasi dadurch, dass es Agents gibt im Vergleich zu CS, sind die Rollen eigentlich noch krasser definiert und so. Und das heißt, wenn du in Valorant ein gutes Team sein möchtest, brauchst du gute Roleplayer. Also die Spieler müssen ihre Rollen extrem gut darin sein, diese Rollen zu spielen. Und jetzt holst du halt eigentlich Leute, die eben bisher in ihrer Karriere in Valorant nicht diese Rollen perfekt gespielt haben oder andere Rollen eigentlich gespielt haben. Und deswegen gibt es jetzt viele Stimmen, die sagen, ey, macht das Sinn? Kann das funktionieren? Ne? Oder ne, was denkt sich Fokus dahinter? Dann fragen sich Leute, ey, sagt Fokus jetzt, ey, ist scheißegal, die Rollen, wir spielen immer drei Duelist oder so. Und man muss ja sagen, bei dem Finnland Cup hier, das eine Game, was es bisher gab, auf, wenn mich jetzt nicht täusche, auf allen drei Maps, glaube ich, die Double Duelist kommen von Fokus. Also da scheint wenigstens ein bisschen was dran zu sein, dass vielleicht ein paar mehr Duelist gepickt werden mit dem Team. Aber für mich ist halt eigentlich klar und der Gedanke dahinter ist, warum holst du diese Spieler? Ja, die Rollen passen erstmal nicht, aber es geht halt weniger darum,
instant eine passende Rolle, einen Spieler für die passende Rolle zu holen, sondern es geht darum, hohes Skill-Ceiling. Und das ist eigentlich auch immer dieser Ansatz, wenn man sich die Superteams anguckt in verschiedenen E-Sports, der Ansatz ist ja meistens, oder auch wenn wir zur CS gucken, was halt der naheliegendste Vergleich ist, du holst Spieler, du holst Stars, hohes Skill-Ceiling und dann guckst du halt in dem Team, wer bleibt Star und welcher ehemalige Star muss vielleicht seine Rolle ändern und dann Roleplayer werden. Und wenn der das eben hinkriegt, dann gut in der Rolle zu sein, dann hast du einen Roleplayer mit einem extrem hohen Skill-Ceiling. Ja, das ist halt so der Gedanke. Ja. Was, also ich meine, wir haben jetzt ja auch viel drüber geredet, ja, also es ist eigentlich vier Duelists und ne, mit KPZ als Flex. Man hat ja eigentlich schon irgendwie vorher gerechnet, okay, welchen Ingame-Leader kann Focus denn holen, als Illuri weggegangen ist. Ingame-Leader ja gerade auch in Valorant eine sehr gefragte Position, sage ich mal. Da haben sich ja einige Teams schon ein bisschen mit ins eigene Fleisch geschnitten. Liquid. Und ja, jetzt ist es quasi so, dass Lewis diese Ingame-Leader-Rolle übernehmen soll. Er hat ja vorher auch im Team mit Illuri, war er quasi so die zweite Stimme im Team und wird jetzt die erste Stimme im Team sein. Ich fand ja eh bei Lewis, dass auch viele Leute, die auch bei uns in den Kommentaren, ja, es sind TikTok-Kommentare, deswegen sollte man nicht allzu viel drauf geben, aber die dann auch, wenn Lewis da mal ein schlechtes Spiel hatte und so weiter und so fort, ja, Lewis, er ist nicht gut genug und bla bla bla, und dann haut er wieder ein krasses Spiel raus, oh, Lewis ist der Goat, so nach dem Motto. Ich glaube, diesen Leuten muss das mal so ein bisschen bewusst werden auch, dass er dieser Second Caller war und jetzt auch First Caller sein wird, beziehungsweise Ingame Leader. Der wird, denke ich, auch mal statistisch ein bisschen abflachen im Gegensatz zum letzten Jahr. Gerade auch so ne, vom Main-Duelist zum Flex-Spieler, dann jetzt zum Ingame-Leader, wo er jetzt anscheinend irgendwie vermehrt nur Sova und gut, ein Game Sky hat er noch gehabt, spielen wird. Meinst du denn, also ich meine, es ist relativ logisch als Ingame-Leader, dass man einen Drop-Off haben wird, aber meinst du denn, dass dort dann auch ja, die Schreie größer werden, dass Lewis dann vielleicht nicht so ins Team passt? Also die Stimmen wird es 100% geben. Also das ist, da kann man fest von ausgehen, dass es Leute gibt, die dann halt sowas sagen werden. Und wenn man sich ein bisschen auskennt bei Tag-Shootern, wenn du Ingame-Leader bist, es gibt immer einen Drop-Off. Und vielleicht gibt es so in der Anfangszeit, so vielleicht hat Focus so eine Honeymoon-Phase. Das ist ja auch, ne, was immer wieder passiert, wenn neue Teams zusammengestellt werden. Es gibt so eine Honeymoon-Phase, wo irgendwie alle sind gut drauf, irgendwie es klappt direkt und man spielt gut. Und danach kommt da irgendwie so ein Team-Drop-Off und diese Phase ist so vorbei und dann musst du dich richtig reingrinden, dass du gut wirst. Vielleicht hat Focus sowas und vielleicht hat Lewis auch sowas, dass er am Anfang weiterhin krasser Performer ist, auch mit diesen Stars eigentlich jetzt um ihn rum. Kann sein, aber Electronic von Valorant. Ja, ja, ne, wenn wir ein Beispiel haben wollen, bei CS gerade, bei Navi Electronic, der die Ingame-Leader-Rolle übernommen hat, früher dieses Jahr und vorher oder die letzten Jahre einer der besten Rifler überhaupt, eigentlich Top-5-Spieler meistens im Jahr, und der hat jetzt einen riesen Performance-Drop-Off und auch ein Faktor, warum Navi nicht mehr so gut ist. Und das wird bei, ich gehe stark davon aus, dass Lewis auch einen Drop-Off haben wird, das eigentlich es kann nur so sein, es kann nur so sein, ja. Es gibt eigentlich kein Beispiel, wo du sagen kannst, das war nie so, als jemand Ingame-Leader, ne, geworden ist. Ja, von daher, das ist halt natürlich und das ist auch was, wenn du halt, ne, Lewis ist kein, historisch jetzt kein richtiger Ingame-Leader, sondern bei Focus, ne, bisher quasi die zweite Stimme gewesen hinter Illuri, wie du gesagt hast. Das ist halt auch was Neues und das ist auch sowas, dieser Performance-Drop-Off, damit musst du halt umgehen können. Das ist auch nicht so einfach und das raubt dir mit Sicherheit auch die Confidence irgendwo. Das ist was anderes, wenn du auf einmal halt, wenn du das Scoreboard aufmachst und du stehst meistens unten oder so. Du hast nicht mehr dieselbe Confidence, selbst wenn du gewinnst. So, das nimmt dir schon irgendwo die Confidence und das ist was, damit müssen Spieler umgehen können. Und das wird, denke ich, also Ingame-Leader sein sowieso eine Riesenaufgabe. Ne? Deswegen, das ist dieses Team zusammenzustellen, das ist alles andere als ja, nicht mit Risiko verbunden. Das ist eine Menge Risiko, die Focus hier geht und eine Menge Fragezeichen, die eigentlich im Raum stehen auch. Und eins davon ist eben ein großes, kann Lewis halt ein richtig guter Ingame-Leader sein? Und das ist schon was, das wird ausschlaggebend.
wie gut ist dieses Fokus-Team? Wie gut kann Lewis Ingame-Leader sein? Wie gut kann er halt den Drop-Off, so, wie gut kann er damit umgehen oder wie groß wird der Drop-Off sein? Es gibt Leute, die droppen halt extrem off und skill-technisch sind sie dann eigentlich nicht mehr auf dem Level, was man haben sollte, aber es muss nicht immer so stark sein. Mhm. Ja, das zu Lewis, also Lewis auch, ich glaube, Lewis auch in der Ankündigung derjenige, der die Anfangsstimme hatte, also für diejenigen, die das Video gesehen haben, ich glaube, da was gelesen zu haben, würde ich jetzt mal sagen. Dann natürlich noch als Spieler, der noch dabei ist aus dem OG-Lineup, also Lewis eigentlich der einzige richtige OG, Yugi noch einer der Gewinner, sage ich mal. Yugi noch mit dabei als Jet Chamber, wahrscheinlich Operator-Spieler generell, wobei Lime da ja auch ab und an mal Chamber wahrscheinlich auspacken wird, wobei man das auch wahrscheinlich über Purple und so sagen kann. Das wird noch ganz interessant, aber für Yugi und Focus, da scheint es auch so gewesen zu sein, dass Yugi einige Offers auch von anderen Franchise-Teams bekommen hat und dass er sich dann trotzdem dafür entscheidet, bei Focus zu sein. Das finde ich sehr krass underrated. Das spricht auf jeden Fall meiner Meinung nach ganz stark für Focus, dass man dann so einen Spieler auch noch halten kann. Der hat wirklich so krass gespielt. Also wir müssen ja nur gucken, wie Focus vor Yugi war und wie Focus nach Yugi war, was der für einen Impact hatte auf dieses Team, dass man den halten konnte, obwohl man nicht in der Franchise-Liga dabei ist. Trotz Offers. Sehr krass. Und ja, da würde mich auch mal deine Meinung dazu interessieren. Macht das Sinn, das auch vielleicht zu halten, auch finanziell gesehen, da weiß man ja nicht, was da für Offers auch reinkamen. Und spielerisch auch, wenn man sich das jetzt so anguckt, mit wie vielen Leuten die da eigentlich auch Operator spielen könnten, beziehungsweise Duelist. Ja, ich glaube, wir reden jetzt über auch die neuen Leute, die jetzt reinkommen bei Focus, die neuen Spieler und dass das auch Stars sind. Aber ich glaube, Yugi ist hier nochmal, den musst du nochmal einzeln rausnehmen. Ich glaube, Yugi, das erhofft sich Focus wahrscheinlich auch von ihm, dass er nächstes Jahr eine Ebene über allen anderen spielt in der VLR und dann im Ascension-Turnier und das kann Yugi sein. Yugi ist eigentlich, du hast eben gesagt, der hat Angebote von, die Rumors gehen rum, dass Yugi mehrere Angebote hatte von Franchise-Teams und so und im Endeffekt alle abgelehnt wurden und Focus ihn deshalb gehalten hat, dass Yugi aktiv gesagt hat, ey, ich spiele lieber bei Focus. Und deswegen, das ist für mich, ja, ey, keine Ahnung, ich glaube, auf was jetzt angeht, so dass Focus diese Angebote nicht angenommen hat, weil, wir sind jetzt nicht so krass drin, was jetzt momentan, glaube ich, die Buyouts angeht in Valorant oder so, aber das werden schon halbwegs attraktive Summen gewesen sein, denke ich mal, die Focus auch ausgeschlagen hat. Ja. Und aber das passt halt zu dem Projekt, was Focus hier macht, Focus, die wollen legit einfach das beste Team stellen nächstes Jahr in der VLR, die wollen Ascension gewinnen, die wollen in die Franchise-Liga rein. Und dafür, VRL im Übrigen. Was habe ich gesagt? VLR. Du, ja, Mann, du machst die ganze Zeit Werbung auch für die Website, Digga. Ja, das ist alles nicht gut, diese Benennung. wenn du das als Ziel hast, dann ist Yugi der Spieler, den du haben möchtest. Also wirklich. Auf jeden Fall. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass Yugi der Spieler sein kann, der wirklich eine Ebene über allen anderen spielt nächstes Jahr. Eben in der VLR und Ascension generell. Bei Challengers ist das jetzt das Ganze, ne? Ja, genau. Sag einfach Challengers Polaris. Ich hab doch eben VLR gesagt. VLR ist es ja. So. Ja, Yugi, ich bin auf jeden Fall mega hyped. Das sind, glaube ich, auch. Also, selbst wenn es mir mit Bucher ein bisschen wehtut, weil ich Bucher auch echt mag und auch so dieses Erlebnis, ihn da auf beim Project V zu sehen und er uns auch sagt, geiler Content, so, da hätte ich Bucher gern noch weiter da gesehen, bin ich ehrlich, ne? Aber ich glaube, wenn man Yugi und Lewis halten kann und darum dann halt wirklich Star-Power holen kann, dann machst du da halt nichts falsch. Deswegen, aber auch den anderen alten Leuten von Focus, die jetzt eben nicht mehr dabei sind, hoffentlich finden die wirklich ein gutes Team. Das sind wirklich Spieler, die es verdient haben, mindestens in der VRL zu spielen. Und ich finde gerade die Vita, wenn man da so einen Focus-Run mitgemacht hat, da war ja jeder auch wirklich ein wichtiger Teil vom Team. Einfach nur hoffen, dass die Leute
wieder einen Spot finden und einen guten Spot. Also die wollen ja auch competen und im besten Fall dann vielleicht bei den Ascension Finals oder so Fokus da nochmal einen reindrücken. Ne? Das wäre natürlich auch witzig. Ja, ey, und auch ne, zu dem Thema, also das ist ja auch das Krasse jetzt mit Illuri, Alter, dass der auch noch kein Team hat. Und jetzt bei diesem Finnland Cup hat Fokus ja jetzt gegen das Team von Illuri gespielt, aber das ist halt so ein finnischer Mix, ne, von denen. Also es ist ja keine Orga dahinter und sowas. Kennt man, ne? Ja, klar, von Big auch und so, ne? Aber das ist halt, da ist keine Orga dahinter, das ist eigentlich nur ein Mix-Team. Dass der auch eigentlich jetzt Schwierigkeiten hat, ein Team zu finden, das ist krass, Mann. Und da ist, Digga, der Markt, der ist erbarmungslos und einige gute Spieler, die werden da leer ausgehen, Mann. Ja, was halt irgendwo schon ein bisschen dumm ist, Digga. Also gerade, also wir reden bei Valorant so oft über Ingame-Leader, schlechte Ingame-Leader und gerade ein Illuri, also ne, wer so eine Vita hat, so Ding, also weiß ich nicht, da muss ja irgendwie sonst was anderes falsch laufen. Für diejenigen, die es interessiert, also er hat auch auf Twitter schon geschrieben gehabt, dass er auch Coaching-Sessions und sowas anbietet. Vielleicht wird er ja der Nies von Valorant gegönnt, sei es ihm, 3.000 Euro oder so für eine Coachingstunde anzubieten. Also weiß ich jetzt nicht genau, wie viel Nies da macht, aber mein Gott. So, das dazu. Dann über die neuen Spieler. Und da fangen wir am besten mal mit Purpo an, weil als ich Purpo gesehen habe, musste ich so ein bisschen lächeln. Purpo ja schon für diejenigen, die ab und zu mal bei uns in den Live-Talks mit dabei sind, gerade über den LCQ, da hat Purpo ja in diesem legendären Grand Final zwischen M3C und Team Liquid mitgespielt, beziehungsweise eine Map mitgespielt. Das war dann auf Breeze, die alles, oh, was heißt, naja, im Endeffekt war es die entscheidende Map, aber M3C hatte dort wohl irgendwie gesagt, ey, wir bringen jetzt einfach mal Purpo anstatt JD, anscheinend irgendwie aus Überraschungsgründen. Dass Purpo da vielleicht irgendwie eine Pop-Off-Map hat und ja, im Endeffekt war es halt keine Pop-Off-Map für ihn und das war halt einfach eine sau undankbare Situation, ne? Also selbst wenn Purpo, whatever, da krass spielt und M3C trotzdem verliert, ja, dann sagt man auch so, ja, warum machen die das? Der würde da halt auch keinen Hack bekommen. Wenn M3C gewinnt und er nicht gut spielt oder mittelmäßig spielt, dann denkt man sich auch so, ja, okay. Und, die einzige Win-Situation wäre so eigentlich gelaufen. Wirklich, wenn er eine 35er macht und die da alleine durchzieht, dann hätte er seinen Hack bekommen, ansonsten nicht. Ja. Das war einfach so eine sau undankbare Situation. Da habe ich auch schon so ein bisschen die Befürchtung gehabt, so, ja, okay, das war es vielleicht mit seiner Karriere. Aber, dass er jetzt bei Fokus ist, zeigt ja eigentlich nur, dass man dem Mann noch eine Chance geben kann und ich meine, ja, okay, das war jetzt auch nur ein Debüt, sage ich mal, gegen ein finnisches Mixteam. Aber da hat er ja jetzt auch echt, also geht er aus der Series mit plus 25 raus, hat auf Ascent erstmal seine Rainer rausgepackt, ja. Einen auf Kuba gemacht, Kuba Solo Queue, ist da mal eben durchgerannt. Ich finde es gut, dass Fokus eben da noch eine Chance gibt, das eben nicht als verbrannt ansieht. Und ich bin echt mal gespannt, was das Ceiling von dem Typen ist. Ich denke mal, also ich meine, man ist ja auch nicht umsonst Sub bei M3C, selbst wenn wir ja auch eSports weit, wenn wir da bei Top-Teams sind und über Subs reden, da bist du ja immer ein bisschen skeptischer als ich, sage ich mal, aber ich glaube... Der war ja auch der Sub, weil außerhalb von VCT gab es ja auch nicht wirklich eine Competition, die noch Relevanz hatte, ne? Aber ich glaube, das ist schon eine gute Edition. Da bin ich echt mal gespannt, wie der sich weitermacht. Und für diejenigen, die es interessiert, der war vorher dann noch bei der, MENA ist das, die Region League MENA. War eigentlich bei CIS, aber die Liga ist ja abgeblasen worden aufgrund der ganzen Russland-Situation und war dann bei Team Explodes. Ich glaube, in dieser ganzen MENA-Liga, da waren dann auch relativ, ein paar mehr CIS-Spieler, sag ich mal, weil die ja sonst auch nicht competen konnten. Hat dort auch eigentlich, ich glaube, ist der technisch auch echt, in der Group Stage war er, glaube ich, richtig krass sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das hatte ich ja mir alles reingezogen. Müsste gewesen sein, wenn ich das hier jetzt hier in North Africa. Ja, also generell. Ja, bei Purpo, das ist, also ich finde, man kann gar nicht sagen, ja, so gut, dass Fokus dem noch eine Chance gegeben hat. Ich gehe stark davon aus,
dass der Mann auch relativ umkämpft war, wenn es darum geht, wer bekommt ihn. Und ja, natürlich, also dieses Last Chance Qualifier Finale da, das ist halt echt, also das war so undankbar und ja. Ich glaube, aus Purpose-Sicht, ja, du wirst halt, also das ist halt so eine Lifetime-Chance vielleicht. Wenn du da dann abgehst, dann bist du vielleicht der nächste heiße Shit in Valorant, ne? Aber wenn nicht, und das ist das Wahrscheinlichere, dann hast du ein Problem. Aber bei Purpose ist das halt so eine Situation, ich glaube, wenn man sich halt anguckt, wie der spielt, dann, ne, das ist so der Eye-Test, bei dem du guckst ihm zu, du siehst, der ist krass. Ja, und das ist ja auch, ne, wie gesagt, dieses erste Game jetzt bei diesem Finnland Cup. Ja, das war ein Game gegen ein Mix-Team von ein paar Spielern, die man kennt, ne? Und zum Beispiel Juri oder Kaspe. Aber auch nach dem Game, du siehst ja die Leute eigentlich so mit das meiste, was geschrieben wird, Digga, Purple ist voll krass. Und das ist einfach so ein Eye-Test-Ding bei Purple. Du guckst ihm zu und du siehst einfach, der ist halt krass. Das ist halt so. Und deswegen, ich glaube, der wird auch relativ im Kampf gewesen sein und ja. Ja, das gut, ist, also. Das ist auch einer, ich würde sagen halt, das wird, also generell dieses ganze Fokus-Team, das kann halt, jeder kann so halbwegs Standout-Spieler sein, auch dann im großen Konkurrenzkampf dann bei Ascension oder so gegen die Besten halt aus allen Regionen. Das ist halt der Vorteil, den Fokus hat, das sind eigentlich alle Spieler, die eine Map irgendwo dann für sich entscheiden können. Ja, warum ich das jetzt halt bei Purpo so gesagt habe, das hätte ich jetzt bei anderen Spielern zum Beispiel nicht gesagt, ist halt einfach, ne, dieses SEQ-Game, so wir wissen, wie schnell Spieler auch verbrannt sein können, wie schnelllebig auch gerade Valorant ist. Und ich meine, du hast es auch vor gefühlten 5 Minuten gesagt, der Markt ist halt auch echt, der ist hart so, ne? Da werden einige krasse Spieler kein Team finden. Und deswegen, also nicht, dass ich jetzt irgendwie finde, dass Purple schlecht gewesen wäre, sondern einfach nur, der Markt ist halt hart. Ja, ne, das ist halt so nach dem Motto, ey, ne, auch, das ist ja leider größtenteils auch so, oder bei vielen Orgas ist das der Fall, dass da auch Leute dann die Verantwortung und die Macht haben, das Team zusammenzustellen und halt selber nicht irgendwie keine Ahnung haben eigentlich, was sie tun. Und dann ist es bei Purple halt so ein Ding, du siehst, ey, der wurde da eingewechselt, hat scheiße gespielt. Dann wird der irgendwie schuldig gesprochen hier, dass die verloren haben und dann, ne, sagen die Leute, die da eben nicht die Kompetenz besitzen, denken sich, oh, der ist halt nicht gut. Ja, und das ist halt irgendwo die Gefahr leider im E-Sports noch, weil es da wirklich halt schon des Öfteren einfach Leute in Management-Positionen gibt, die dann da die Macht haben, die Roster zusammenzustellen, die halt wirklich eigentlich nicht die Kompetenz besitzen, das zu tun. Ne? Das dazu zu Purpo. Ein weiterer Spieler, der dazugekommen ist, ist Lime. Und Lime, quasi der Angry Titans Starspieler, ist jemand, den man, glaube ich, als Dach-Fan, Verfolger auf jeden Fall auf dem Schirm hat. Wenn man halt jetzt nur VCT Challengers, also na, das alte Challengers geguckt hat, dann fällt der Name jetzt nicht allzu sehr auf. Aber ist auf jeden Fall jemand, der stat-technisch echt krass unterwegs war und jetzt auch die Dach gewonnen hat, nachdem Fokus raus war und in den VRL Finals zweimal gegen Foot verloren hat, den Sieger am Ende und gut, einmal auch gegen Case. Aber ist so ein bisschen die Frage, reicht das denn, um ein Spieler zu sein, der am Ende den Unterschied macht, und den Unterschied machen kann, um eben quasi dann die nächsten VRL Finals bzw. die Ascension zu gewinnen. Und schätzt du da Lime als Spieler ein, der Fokus da auf jeden Fall helfen kann? Oder als Spieler, der von dieser Star-Rolle, die er jetzt vorher hat, eher der Spieler ist, der da runtergehen muss? Weil wenn man sich jetzt die Games anguckt, ein Game Cypher, ein Game Brimstone, ein Game Chamber, das sind halt auch schon wieder 3 ganz unterschiedliche Sachen, die er da bespielt. Meinst du, das wird eher so ein Spieler, der flexmäßig unterwegs ist oder vielleicht auch einer, der sich eher so in diese Duelist-Rolle im Endeffekt dann drängen wird? Ja, das ist halt jetzt erstmal schwer zu sagen. Wir können jetzt halt nur, ne, wir können nur sehen, was jetzt passiert ist im letzten Game. Ja. Oder ne, sehen wir dann auch noch die anderen Games, die dann in dem Turnier da noch kommen. Und wann ist nochmal Red Bull Homegrounds? Ist das dann auch eigentlich, oder nimmt Fokus da noch teil? Ja, oder? Also ich müsste, ein paar Teams haben ja abgesagt, Kick hat, glaube ich, auch abgesagt.
Also das steht auch noch an. Dingens steht, das müsste auch noch anstehen. Ja, das Spiel liegt bei Vitality Focus, 100 Thieves, Foot Esports, Heretics und Crew und ein Team to be determined. Ja, also das ist dann quasi, das wäre dann die erste richtige Competition, ne, wo wir das neue Fokus-Team sehen werden. Das jetzt, wie gesagt, das ist jetzt halt so ein Finnland-Cup, ne, ist online gegen auch teilweise Mix-Teams und so, ne. Das ist halt der erste Eindruck, den wir jetzt, über den wir reden müssen. Und wie du sagst, Lime halt drei verschiedene Rollen erst, oder drei verschiedene Agents. Und davon halt, ne, also das eine Cypher, das andere Brim und so und dann halt ein Shamer-Game, das ist schon, ne, es sieht jetzt so aus, als ob Lime derjenige ist, der halt er hat auch ein Chamber-Game. Wir müssen auch sehen in Zukunft, ne, was macht Riot mit Chamber, weil das ist halt immer noch ein Agent, der ist komplett dumm. Da muss eigentlich halt auch noch was passieren. Aber ansonsten, es sieht eher so aus, als ob Lime der ehemalige Star wird, der jetzt halt eher ein Roleplayer sein muss in dem Team hier. Und es sieht so aus, als ob Yugi der Main-Star ist, der auch Operator-Spieler, was in meinen Augen auch Sinn macht. Ne? Wir haben eben gesagt, dass Yugi der Bestspieler der ganzen Challengers-Liga und so sein kann dann. Und ja, Lime scheint neue Rollen spielen zu müssen. Und das ist bei den Superteams halt das Ding. Oder Neville. Weiß nicht, kann man offiziell sagen, dass dieses Fokus-Team ein Superteam ist? Vielleicht. Nee, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Ja. Wahrscheinlich eher nicht, weil es halt auch so, ne, auch einige Leute sagen halt so, ey, KPZ habe ich noch nie gehört, ne? Und das, oder, ne, ja. Sowas, also ich würde sagen halt, komplett Superteam kannst du nicht sagen, weil das ist halt jetzt nicht, ne, wenn ich an Superteam denke, dann denke ich an CS, an fucking FaZe, die Nico Kerrigan schon haben und Rain und dann auch Olaf Meister Guardian holen oder sowas, ne, das ist halt ein Superteam. Deswegen, das trifft halt nicht ganz so, ne, aber ich würde für VRL-Verhältnisse ist das hier schon verdammt stacked halt, allein was Skill angeht, ne? Und deshalb... Ja, das ist es halt, aber man kennt ja auch noch nicht den kompletten Vergleich, sage ich mal, zu den Teams, die dann im Endeffekt bei der Polaris-Region dabei sind, ne? Also das ist dann auch nochmal so ein bisschen, also das macht es halt einfach irgendwie schwierig einzuschätzen, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob gerade sogar noch irgendwie in der Polaris, weil Dach läuft ja nebenher, aber Polaris wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß nicht, ob da bei Dach ist da ja dieses Unity-Ding, ich weiß gar nicht, ob die anderen Regionen haben teilweise auch sowas, aber ich weiß nicht, ob da jetzt Polaris auch irgendwie was hat. Ich glaube nicht, also zumindest sehe ich hier jetzt gerade auf. Aber ne, es wird, wir reden jetzt gerade Fokus, ne, skilltechnisch krankes Line-Up, aber es, wie gesagt, ne, warum brauchen die überhaupt so ein Line-Up? Weil es auch andere Orgas gibt, die in Valorant bisher schon ziemlich gut waren, die auch als Ziel haben, wir wollen das einzige Team sein. Es kann nur einer in die Franchise-Liga aufsteigen nächstes Jahr. Nur ein Team pro Jahr erstmal jetzt, ne? Und da sind noch andere Orgas, die gute Teams stellen werden. Zum Beispiel halt ein Guild, die nicht in die Franchise-Liga gekommen sind. Die werden bestimmt auch wieder ein geiles Team stellen, kann ich mir vorstellen. Und auch noch andere Verdächtige, die da halt wahrscheinlich Konkurrent sein werden. Muss man sehen, ne? G2 eventuell, aber G2 müsste eigentlich in A sein, soweit man hört. Ich das mitbekommen habe. Eher in A, ja. Ja, aber ne, wenn wir nochmal bei Lime bleiben, ja. Er war der Star bei Angry Titans, er war, glaube ich, overall der beste Spieler bei Angry Titans insgesamt, wenn man sich alles anguckt. Und das ist eben eins der Fragezeichen jetzt, das ist ein Spieler, verdammt hohes Skill-Ceiling, aber eben nicht die Main-Rolle, die er bisher gespielt hat. Wie kann der als Roleplayer sein? Und ne, das ist halt ein Mittel, wie Fokus dir vorgeht mit diesen Duelist, mit diesen Stars, die du reinholst, mit hohen Skill-Ceiling, das ist ein Mittel, wie du halt ein Team bauen kannst, die halt einfach besser sind als alle anderen. Wenn es funktioniert, dass Stars, ne, die vorher hauptsächlich Duelist-Rolle hatten oder halt Star-Rolle im Team, dass die Roleplayer werden, dass die Agents spielen, die halt eher Support-orientiert sind und ne, Roleplayer-Agent, so, keine Ahnung, wie sagt man das in Valorant, aber halt in die Richtung, ne? Das ist, das funktioniert nicht bei jedem Spieler, aber wenn es funktioniert, dann bist du halt auf einmal, ne, das Überteam. Ja. Und ich meine, dadurch, dass du halt so einen Spieler hast, der zum Beispiel auf Cypher oder auf Brimstone dann vielleicht auch mal Pop-Off-Games haben kann, das ist halt nochmal eine Win-Condition mehr, ne? Und gibt dir als, also zum Beispiel Lewis oder Maver, zu dem wir ja gleich auch noch kommen als Coach, nochmal mehr Möglichkeiten, vielleicht auch Strats zu entwickeln, auf die ein Gegner vielleicht nicht so sehr eine Antwort hat.
oder Überraschungsmomente zu kreieren. Ne? Das ist halt sehr angenehm. Oder auch einfach so eine ganz simple Situation. Ja, du weißt nicht, die Runde läuft, man tradet so ein bisschen und das ist irgendwie 3 gegen 2 am Ende oder auch 3 gegen 1. Ja, also aus Sicht von Fokus-Gegnern, ne, 3 gegen 1 für dich, nur noch ein Fokus-Spieler am Leben, dann guckst du halt, ist egal, wer bei Fokus dann am Leben ist, du denkst so, scheiße, Alter, der ist noch am Leben. So ein Ding, du hast halt so niemanden, du hast so keine, das kann dann halt so sein, du hast keine Schwachstelle im Team, oder, ne, ja. Jeder Spieler kann halt einfach so die Runde übernehmen. Ja. Und das ist unfassbar wichtig. Also ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr gut, dass Fokus da in diese Richtung gegangen ist, sage ich mal. Der letzte Spieler, der jetzt noch irgendwie auf dem Schirm steht, das finde ich auch ganz interessant. Da habe ich sau viele Nachrichten haben wir bekommen von wegen, ja, KPZ, der soll wohl zu Fokus und den kennt man und vom Movistar Riders und geil, KPZ. Und jetzt wurde er angekündigt und jetzt höre ich so ein paar Leute, wo die so sagen, so ja, also weiß ich jetzt nicht, ob ich von dem jetzt so überzeugt bin. Wo ich mir so denke, so hä, okay, komisch, aber ja, man muss sagen, die Movistar Riders jetzt in der spanischen Liga nicht sonderlich krass gewesen vom Teamerfolg her, sage ich mal. Und KPZ jetzt nicht derjenige, der von den Agents her wirklich krasse Pop-of-Agents spielt, ausgeschlossen Chamber, den er auch, zumindest stat-technisch sieht das hier auch solide aus. Ich finde, das ist halt eine ganz interessante Personalie, KPZ, weil ich glaube, der ist echt so zwischen entweder solider Roleplayer oder so jemand, der einer der besten Controller außerhalb der Franchise-Liga vielleicht in Europa sein kann. Beziehungsweise whatever, was er dann halt insgesamt noch spielen wird für Fokus, sage ich mal. Glaubst du denn, dass KPZ eher ein underrateder Transfer ist, wenn wir jetzt hören, was dann doch irgendwie vielleicht einige Fans sagen? Oder das ist eigentlich genau derjenige, den Fokus braucht. Ja, das ist eigentlich ganz interessant dann von so der öffentlichen Wahrnehmung jetzt nach dem Announcement, was man so großteilig hört und dann was halt so im Hintergrund man gehört hat, dass der ziemlich umkämpft gewesen sein soll. Also das soll echt, da sollen auch sehr viele Orgas dran gewesen sein an dem. Und das soll nicht leicht gewesen sein für Fokus am Ende, den ins Team zu holen. Das sieht man schon, also das ist vielleicht jemand, dem halt den die meisten Leute einfach noch nicht so auf dem Schirm haben und vielleicht ist das halt nicht mehr lange so, ne? Vielleicht ist der halt der nächste krasse Controller-Spieler, den wir in Valorant sehen. Und Ich imagine einfach, Fokus reißt wirklich komplett ab und Fokus kommt gar nicht in die Möglichkeit, sich für die Ascension irgendwie da weit zu kommen, weil einfach Franchise-Teams so relativ schnell merken, die sind einfach Shit und kaufen Fokus einfach die Spieler weg. Komplett kaputt gekauft, ja. Ey, das wäre auch das so ein Horror-Szenario, Alter. Da gibt es sicherlich auch, oder innerhalb der Franchise-Liga gibt es halt so ein paar Regularien von Riot auch, wie gut die tatsächlich auch umgesetzt werden können und so, ist nochmal eine andere Frage, ne? Aber ja, ne, kein komplett realistisches Szenario, aber irgendwo, ja, kann vielleicht passiert es hier und da bei, das wären dann halt nur einzelne Spieler, ne? Mhm. Aber ja. So grundsätzlich bei KPZ, das ist halt, ne, das ist die eine Neuerung, wo man jetzt sagen könnte, ey, das ist halt, der hat bisher auch viel als Controller hauptsächlich gespielt und so. Und das ist halt eigentlich ein Roleplayer und den hat man auch, den hat man jetzt geholt. Der hat jetzt nicht die komplett geisteskranken Stats von allen Spielern oder so. Ist halt auch schwierig, wenn du nicht komplett Main-Duelist, Main-Star im Team bist. Sondern der wurde halt geholt oder der war auch umkämpft, weil das ein Spieler ist, bei dem du gesehen hast, der versteht, wie man fucking Valorant spielt. Und das ist bei generell, ich glaube, weiß nicht, ob ich sage, vielleicht würde ich sagen, bei Controller ist das so, also es gibt einfach so Controller-Spieler, ich finde, bei denen sieht man vielleicht am meisten, bei den richtig guten, die checken einfach, wie du Valorant spielen musst, wie du eine Bombsite halten musst mit deiner Utility, wie du die einsetzt im Afterplant und so. Und das wird, gehe ich ganz stark davon aus, dass das einer der Hauptgründe gewesen sein muss, warum viele den Mann haben wollten und warum er jetzt bei Fokus ist, dass man gesehen hat, der ist fucking intelligent, was Valorant angeht
Und das ist ein Roleplayer mit Star-Qualitäten. Und in einem Top-Team, in einem der besten Teams dann in Ascension, dann willst du den im Team haben. Das ist jetzt halt auch nicht so, dass irgendwie so mega viele Spieler Bock haben, Controller zu sein und so. Das ist ja auch was man beachten muss, auch in Valorant. Ich glaube, in Valorant, weil die Rollen halt noch definierter sind als in CS oder so. Ne? In Valorant musst du halt auf deine Agents comfortable sein, du musst verdammt viele Games mit denen haben, damit du halt die auf einem hohen Level spielen kannst. Und es gibt einfach nicht viele, Stars oder so, oder halt Leute mit Star-Potential, die halt wirklich auch individuell krass sind, die dann halt so eine Rolle spielen wollen. Mhm. Deswegen, das ist wahrscheinlich, ne, das ist schwieriger eigentlich, dann so einen Mann zu finden, als generell einfach ein Spieler, der vorher Star war mit Homeskill-Sealing. Mhm. Wenn wir jetzt so über alle Spieler so ein bisschen schon geredet haben, welcher Spieler, findest du, ist derjenige, auf den man vielleicht am meisten ein Auge haben sollte, oder beziehungsweise auf welchen Spieler, was denkst du, wer ist so derjenige, der am meisten Überraschungspotenzial hat von denjenigen, die man jetzt noch nicht kennt? Das Ding ist jetzt, also ich, keine Ahnung, aus welcher Sicht sieht man das jetzt so? Ich würde aus meiner Sicht halt, für mich ist halt, die größte Unbekannte ist für mich KPZ, weil ich halt einfach noch nicht so viel von dem gesehen habe, ne? Und das ist ja auch das Ding, warum viele seinen Namen jetzt noch nicht so kennen, weil er bisher halt auch nicht bei den großen, beim Ascension-Turnier oder wie hieß es vorher, halt dieses Promotion-Turnier oder so, er war ja nicht dabei auch, ne? Er war ja, glaube ich, noch nie dann, er hat noch nie seine Liga gewonnen in der VRL und war dann noch nie bei einem Promotion-Turnier. Deswegen ist er jetzt halt noch nicht so auf der großen Bühne gewesen, was halt diese Ebene darunter unter VCT angeht. Und die anderen waren es halt, oder Purpo, glaube ich auch nicht, ne? Aber Purpo kennt man, Purpo eben dieses ACQ-Game, was ihm halt nachhängt, ne? Und Lime eben Dach gewonnen und dann halt beim Promotion-Turnier stark gewesen und erst im Finale verloren. Und der KPZ ist für mich deshalb, für mich persönlich so die größte, das größte Fragezeichen, vielleicht Fragezeichen nicht, aber der mich so am positivsten überraschen könnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Mann seine Rolle halt spielen wird. Und gleichzeitig dazu, also jetzt, ich kann halt nicht Yugi sagen, weil ich bei Yugi, ich habe halt schon fast die Erwartung, der muss halt alle auseinandernehmen, wenn Focus Ascension gewinnen will, ne? Und das traue ich dem halt auch zu. Wenn man gesehen hat, einfach, was der in diesem Jahr gemacht hat, mit dem Valorant-Switch und dann quasi das erste richtige Team mit Focus und der übernimmt direkt. Ich traue dem das auf jeden Fall zu, deswegen wäre das für mich ja keine Überraschung. Wenn wir so aufs größte Fragezeichen hinaus wollen, ist für mich schon Lime eigentlich. Weil er wird, glaube ich, den größten Role-Change vor sich haben und schauen müssen und Focus generell als Team muss schauen, wie das funktioniert und wie man den auch am besten einsetzen kann und so in dem in der Konstellation, die Focus jetzt hat. Allein skilltechnisch, Digga, der von seinem Skill her, du willst ihn im Team haben. Ne? Nur das ist halt diese Rollenfrage, kann das passen und wie sieht das am Ende aus? Mhm. Und sonst so halt Luz als Ingame-Leader jetzt. Das wird natürlich auch interessant. Und was man so hört, ich glaube, Focus hat, glaube ich, auch relativ schnell von dem, was man so mitbekommen hat, die Entscheidung getroffen, dann auch, okay, wir gucken jetzt nicht nach einem neuen Ingame-Leader, sondern Luz wird es machen und wir gucken, dass wir uns krasse Spieler da rumholen. Ich denke, das hat so den Anschein gemacht, als ob das relativ früh die Entscheidung war von Focus. Deswegen, ich denke, die haben Vertrauen in Luz und grundsätzlich, man muss Focus erstmal sagen, die haben bisher viel richtig gemacht, von daher Benefit of the Doubt an Focus, auch wie du auch vorhin mal gesagt hast, wir sind zwei, die Value- und Ingame-Leader sehr, sehr hoch und das hat schon einigen Teams den Erfolg gekostet, dass die ihren Ingame-Leader irgendwie aus dem Team gehauen haben und danach ging halt nichts mehr. Und wir können nur hoffen, dass das bei Focus da nicht so ist. Es ist bisher sehr oft passiert und nicht nur in Valorant, in CS, es gibt Dutzende Vergleiche, die man da ziehen kann, dass es einfach sehr oftmals dazu führt, dass ein Team schlechter wird, wenn du keinen richtigen Ingame-Leader hast. Da muss Focus uns jetzt eines Besseren belehren.
Ja, das Ding ist, ich meine, du hast es jetzt auch schon gesagt, Benefit of a Doubt. Focus hat jetzt schon einmal gezeigt, dass sie gute Management und vor allem Coaching-Arbeit machen. Über die Coaching-Arbeit reden wir gleich auch noch. Ich glaube tatsächlich, wenn man einem Team das jetzt nach dem Jahr abnehmen kann, dass sie gute Schritte eingeleitet haben in der Vergangenheit, dann finde ich, kann man jetzt auch bei dem Ding, weil es halt auch echt, also das ist ja schon sehr neu, sage ich mal, eine neue Herangehensweise, ein Team zu bauen. So gehen ja die seltensten Teams ran, sage ich mal. Deswegen finde ich das erstmal spannend und gerade weil Focus letztes Jahr echt krasse Arbeit gemacht hat, Benefit of a Doubt, ich glaube und hoffe es irgendwo natürlich auch, weil, ne, wie gesagt, ich bin jetzt auch so ein kleiner, nur ein kleiner Focus-Fan bin ich geworden, weil Trikots haben wir immer noch nicht bekommen von Focus, solange sind wir noch keine offiziellen Fans, aber ja, das erstmal zu der Sache. Ich würde noch sagen, bei Lewis, das ist, irgendwo ist das vielleicht eine natürliche Veränderung für ihn. Weil das, wenn wir uns Focus angucken, es war ja auch so, ne, er war eigentlich erster Star, dann hat man Yugi geholt, er wurde Roleplayer. Und er hat dann auch, ne, er hat nicht mehr dieselben Stats, dieselben Performances gehabt wie vorher. Was auch halt natürlich ist, wenn du deine Starrolle abgibst. Und dann haben auch schon viele gesagt, oh, so Lewis nicht gut genug oder Lewis halt raus, anstatt wer anders und so. Und jetzt ist halt das Nächste, du holst jetzt wieder halt neue Up-and-Coming-Stars oder so in dein Team. Und vielleicht, kann sein, ne, wir kennen Lewis nicht, wir haben noch nie irgendwie mit Lewis Kontakt gehabt, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt einfach so ein Typ ist, der einfach, so jemand, der möchte einfach auch, der möchte, dass die Spieler in seinem Team noch besser sind als er. Damit er, das ist so, glaube ich, so ein Spieler, der dann halt auch so null Ego hat, sondern einfach sagt, ey, wenn die Spieler um mich rum einfach noch besser sind als ich übernehme dann die Rolle und dann ist das Team einfach so das Beste, wie es sein kann. Und ich glaube, das ist vielleicht für ihn so eine natürliche Veränderung. Und das ist, vielleicht ist er einer der nächsten guten Ingame-Leader. Das ist ja, ne, jeder Ingame-Leader muss irgendwann mal anfangen. Ne? Und das ist, bei vielen großen Ingame-Leadern, die haben halt relativ früh angefangen. Lewis hat jetzt halt schon, ne, Valorant ist noch jung, aber der hat jetzt schon ein bisschen Valorant hinter sich. Ja, Mann. Mhm. Aber vielleicht ist das halt für ihn so ein natürliches Ding und vielleicht ist er der Richtige dafür. Mhm. Und es kommt natürlich auch drauf an, wie so ein Coaching-Staff da auch Lewis unterstützt, diese Rolle mehr zu lernen, da mehr reinzukommen. Und der Coaching-Staff gerade im letzten Jahr wirklich, das muss eine unfassbar krasse Arbeit gewesen sein, weil ich meine, wir haben ja auch Videos gemacht, von wo Focus kam, von den Naughty Evil Owls, die mäßige Ergebnisse erzielt hatten, wo man nicht, also wirklich nicht davon ausgehen konnten, dass man nicht safe davon ausgehen konnte, dass sie überhaupt in die Dach kommen und überhaupt nicht davon ausgehen konnte, dass sie die Dach gewinnen, geschweige denn die VRL-Finals zu kommen und dann auch noch tatsächlich bei Challengers zu spielen und dort sogar ein Game gegen OG London United zu gewinnen. Also das ist einfach so genau das, wo ich sage, der Coaching-Staff bei Focus muss richtig krasse Arbeit gemacht haben von dem, was sie vom Potenzial von den Spielern rausgeholt haben. Jetzt ist es aber so, dass Johnny Lobster, der Ex-Head-Coach, in die Analyst-Rolle übergeht und man Mave, einen alten CSGO-Veteran, als Headcoach holt. Ich weiß, ich habe jetzt gar nicht im Kopf, ob er jetzt auch Coach war jetzt noch in letzter Zeit bei Counter-Strike oder auch bei Valorant. Da habe ich jetzt bei HLTV nichts gefunden gehabt. Er war jetzt schon eine Weile halt nicht mehr aktiv Spieler, ne? Also, ja, aber gibt es da nicht auch irgendwie so Coach? Irgendwie so? Also bei HLTV stand da halt nichts, ne? Okay, ja. Also kann sehr gut sein, dass er da halt, ja, das, du wirst halt, ja, er muss ja auch kein Head Coach gewesen sein oder sowas. Ne? Das ist ja auch, wenn du irgendwie Assistant Coach bist oder so bei kleineren Teams, dann steht das natürlich nicht immer auf deinem HLTV-Profil oder so. Ja, ich denke mal schon, dass er da auch jetzt schon ein bisschen Coaching-Arbeit gemacht hat hier und da. Das ist dann jetzt aber so die Frage, weil ich meine, Johnny Lobster ist jetzt quasi schon ein bewiesener Coach. Da jetzt Maven neu reinzuholen, ist das irgendwo auch Risiko oder nicht? Da wird ja, denke ich mal,
auch eine Menge an Arbeit vorher gewesen sein, eine Menge an Gesprächen, eine Menge an ja auch theoretischen Sachen, wie man spielen will, wie die Spieler spielen wollen, dass das alles zusammenpasst. Deswegen da auch Benefit of the Doubt. Aber es ist natürlich schon eine Sache, wo man auch sagen muss, okay, Coaching Changes können irgendwo Impact haben. Selbst wenn es im E-Sport vielleicht nicht so einen krassen Impact hat, wie jetzt zum Beispiel das, was wir aus dem Real-Life-Sport kennen, zum Beispiel im Fußball oder sowas. Ich glaube, da ist man im E-Sport schon finde, so weit. Ich finde so, wenn man zu CS guckt, schon. Also ja, das okay. Ist halt, bei LoL, bei League of Legends im Westen vielleicht nicht. Aber bei CS, ich finde, bei CS gibt es sehr gute Beispiele, was Coaches für Impact haben können. Und dass ein Navi ohne einen Blade nicht so einen Erfolg hätte oder so. Also vielleicht gibt es auch ne, nicht negativ Beispiele, was ich jetzt nennen will, als zum Beispiel FaZe, die haben halt Robban hinter sich als Coach. Der wird hauptsächlich so auch ne, Spielermanager sein, wie war das, oder Thiel, ne? Und der wird dir nicht sagen, der erzählt nicht Kerrigan, wie man CS spielt, sondern ist einfach so, der guckt, dass das Team sich einfach wohlfühlt. Und dann gibt es halt, wie gesagt, solche wie Blade bei Navi, der ist Mastermind, Alter. Und der ist dann auch hauptsächlich dafür zuständig, wie Navi spielt. Und bei Maeve, wir wissen es jetzt nicht. Das ist vielleicht auch. War bei Guild tatsächlich Assistant Coach über die komplette letzte Saison. Stimmt. Und sogar First Strike auch noch, lol. Ewig. Krass. Ja. Ja, gut, aber Assistant Coach ist auch nochmal ein bisschen was anderes als Head Coach dann. Also, ne, nicht, dass man dem jetzt was wegnehmen will. Aber das ist auch, ne, mit Baba zusammengearbeitet jetzt eine ganze Weile, ne? Ja. Und Baba auch, denke ich, ein guter Mann. Und vor allem Baba sehr, sehr. Sehr hitziger Coach, sehr emotionaler Coach. Aber auch immer jemand, der immer die Fundamentals auch bei den Valorant-Spielern gepredigt hat. Und ich bin auch der festen Überzeugung, ohne Baba entwickeln sich solche Leute wie Leo und Scythe nicht so gut. Ja, safe. Der Workload von Johnny war einfach insane. Wir wollten unbedingt einen zweiten Fulltime-Coach auf den Rollen, wie sie jetzt sind. Ergänzen die beiden sich sehr nice. Thema Stärken, Schwächen, Profile. Ja, also das... Ja, hier hören wir es direkt von Don Dennis. Vom Chef, vom Don. Ah, den Joke wollte ich auch immer mal bringen, meine Güte. Ja, also gut, das dann auf jeden Fall eine Sache, die ich auch gut heiße. Und ich meine, wenn wir auch darüber reden, ne, Leo Scythe, ich meine, an den Leuten hat Maeve dann halt auch mitgearbeitet, dass die eben ihr Potenzial rausholen. Und wenn dann Focus so ein quasi Full-Star-Lineup hat, oder ne? Wie auch immer man das sieht, dann ist das was, wo man dann auch wirklich positiv gestimmt rangehen kann. Also ich glaube, so als Focus-Fan, was so das Lineup angeht, ich glaube, man kann sehr gespannt sein und ich glaube, dieses Lineup wird eine Menge an Spaß vorbereiten, oder würdest du das nicht sagen? Ja, das ist für mich ist das halt extrem spannend, immer sowas zu sehen und das ist, ja, ich finde es natürlich auch geil, ich weiß, wie wichtig halt Rollen sind in dem Game und wie wichtig es ist, Spieler zu haben, die quasi Perfektion in diesen Rollen erreichen und darin so viel reinstecken. Das ist für mich attraktiv, dann zuzugucken, wenn man so ein Team hat, wenn man solche Veränderungen macht, die eigentlich so auf dem Papier, das macht einfach so 100% Sinn. Solche Transfers finde ich auch geil. Aber sowas hier, das ist einfach so High Risk, High Reward. Und das finde ich halt auch so spannend, weil das ist halt, du weißt nicht, kann das so funktionieren? Natürlich, du machst dir Gedanken, ey, funktioniert das so und dann redest du natürlich auch mit den Spielern, ey, wir wollen das so und so machen, geht das? Und dann testest du das natürlich aus in Scrims und Practices und so und guckst, wie das funktioniert. Ne, das ist jetzt kein Schuss ins Blaue komplett, aber das ist schon, ne, das kann auch schief gehen, Alter. Aber wenn es funktioniert, dann hast du hier vielleicht ne, das mit Abstand beste Team nächstes Jahr bei Challengers. Und das ist halt das Geile an diesem Team. Deswegen kann man da halt so gespannt drauf gucken. Und das ist auch sowas, das kann auch einfach so ein Team sein, vielleicht läuft es am Anfang gar nicht oder so und dann auf einmal werden die halt krasser, deutlich krasser, dass so ein Team mit heftig viel Steigerung, Verbesserungspotential eigentlich, würde ich sagen. Ja, die kannst du eigentlich, du kannst dieses Team eigentlich nie abschreiben, so, weil die einfach Spieler haben, Digga, die können einfach eine Map halt allein übernehmen. Das kurz zum Mainline-Up. Im Chat ist gerade auch noch ein bisschen was über Kuba. Über Kuba haben wir auch noch nicht geredet, der ja der Sub ist. Ich denke mal, mainly Content-Creator. Also außer da wird jetzt irgendwer krank, dann wird er natürlich einspringen. Aber
Ich bin da tatsächlich mal gespannt, wie Kuba, also er hat ja jetzt diesen Finnland Cup, hat er ja auch co-streamt. Ich bin mal gespannt, wie seine Rolle da jetzt, sage ich mal, ist in der Außendarstellung. Weil ich glaube auch, das habe ich ja auch schon erwähnt im Video, dass Kuba eher so diese Schnittstelle ist, sage ich jetzt nochmal, so die deutschen Fans mitzunehmen. Das wird er, denke ich mal, auch zusammen mit Eli so ein bisschen machen. Eli ja mehr so der breit gefächerte Typ von der Audience, sage ich jetzt mal, Kuba ja schon eher Valorant-spezifisch. Dass man da halt guckt, okay, deutsche Fanbase irgendwie noch glücklich machen. Ich glaube, dafür war das mit Kuba echt wichtig. Da gehen wir ja gleich auch noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Trotzdem, Kuba, ich meine, war jetzt nicht mehr aktiver Spieler von der Five-Man-Rotation, die dann im Endeffekt die Dach gewonnen hat, die bei VCT Challengers mitgespielt hat. Findest du das erstmal spielerisch richtig, den da auf dem sechsten Mann-Slot zu haben? Und wie findest du das vom Generellen her, also was jetzt halt Content und Fan-Mitnahme angeht, sage ich mal? Ja, ich glaube, Kuba und Fokus, das passt halt einfach zusammen. Das ist einfach von seinem Typ her, wie Kuba einfach ist, auch in seinen Streams. Ich glaube, das ist halt einfach eine Content-Maschine eigentlich, so wie er sich jetzt auch entwickelt hat in dem Aspekt. Jetzt als Sub, ich glaube halt, da gibt es auch bestimmt Leute, und das sieht man auch immer wieder auf Reddit oder so Leute, die fragen, ey, so warum benutzt ein Team, warum gibt es nicht irgendwie so aktiv 6-Mann-Lineup, wo man irgendwie hier auf der Map subst einen raus oder so, machst den rein. Ich finde, das ist Quatsch in Spielen wie CS oder Valorant oder vielleicht das best oder das positivste Beispiel, was ich jemals gesehen habe, vielleicht das Vitality-Ding, wo auch Nivera quasi der sechste Mann war. Aber das hat ab und zu funktioniert, da, die haben auch große Turniere gespielt und auch gegen Navi und sowas in den Finals und so. Aber ich bin kein Fan davon, irgendwie ein aktives 6-Mann-Lineup zu haben. Und in Valorant sieht das so aus, als ob Riot Games das erlaubt, ne? Dass du quasi für jede Map irgendwie wen anders reinmachen könntest, in der Theorie. Aber ich glaube, es braucht einfach so viel Synergy in diesen Games und du spielst tausende fucking Scrims in einer Saison und so. Und halt alles, um die fucking Synergy aufzubauen. Und es ist so wichtig, auch gerade in Valorant. Ich finde das, ich weiß nicht. Ja, vielleicht kann man so argumentieren, vielleicht so agent-technisch kann das halt Sinn machen, weil auf manchen Maps brauchst du halt vielleicht Comps, wo hier und da ein Agent gebraucht wird. Da haben wir keinen Spieler, der so wirklich Experte damit ist. Vielleicht holst du da dann einen Sub, der das übernehmen kann. Das ist vielleicht so ein Gedankengang. Aber grundsätzlich, ich bin kein Freund irgendwie von aktiven 6-Mann-Lineups, deswegen, ich glaube, auch bei den meisten Lineups wird es so sein, der sechste Mann ist halt wirklich, wenn hier Sub steht, das heißt halt nicht, wenn bei Fokus jetzt mal einer einen schlechten Tag hat, dass dann Kuba reinkommt und da Rainer auspackt oder so, ne, das ist halt einfach, ne, er ist halt eingetragener sechster Mann und falls irgendwann mal was sein sollte, irgendwer hat irgendeinen Notfall, kann ich spielen oder so, dann springt Kuba halt ein, ne, und dann hast du da halt einen Spieler, der hat schon auf einer ordentlich hohen Ebene gespielt. Das ist ein guter Spieler. Und den kannst du dann da reinschmeißen und du weißt, der geht jetzt nicht unter. Ja, und zusätzlich ist es auch jemand, der quasi Fokus kennt, der das Team drumherum kennt, der da relativ viel mitgemacht hat schon und beziehungsweise alles mitgemacht hat schon und dort jetzt auch bei den neuen Sachen relativ viel mit dabei sein wird. Ich denke, das ist in dem Sinne einfach eine gute Sache. Und ja, spielerisch ist es natürlich, ich meine, der Mann hat jetzt ewig kein Pro-Play mehr gespielt. Ich glaube auch, wie du schon sagst, das wird irgendwie nicht so ein Geswitcher sein. Lass da wen krank sein, dann wird er reinslotten und gut ist. Was ich halt ein bisschen krass finde, tatsächlich immer noch, das ist aber auch irgendwie so eine Diskussion, die hast du, glaube ich, immer mit jedem Fan. Irgendwie Leute, die dann irgendwie Kuba ins Main-Roster haben wollen, auf jeden Fall dies und das und jenes. Und da möchte ich Kuba gar nicht viel wegnehmen, weil ich glaube, Kuba ist wirklich ein krasser Spieler, aber ich glaube, er würde selber, wobei das weiß ich gar nicht, ich glaube, der ist schon ein sehr konfidenter Typ, aber es ist halt schwierig, da auch vor solche Leute zu kommen, sage ich mal. Ich glaube, in der Dach würde der auf jeden Fall ein Team finden und da vielleicht auch competen können, vielleicht auch auf einem sehr guten Level, aber ja, bei Fokus ist es, glaube ich, so das Richtige, wie es auch ist. Und wir haben auch schon ganz oft drüber geredet im Übrigen, deswegen werde ich das jetzt nur noch mal kurz sagen. Wenn ihr Kuba-Fans seid,
gönnt dem Mann einfach die Content-Creator-Karriere. Das ist einfach so viel entspannter, Digga. Der macht so sein Cash, weißt du, der ist trotzdem irgendwo noch E-Sportler, der kann die Erfolge mitfeiern und ja, hat einfach ein chilligeres Leben, als dass er sich da jeden Tag 15 Stunden abknechten muss, Digga. Von daher, alles gut. Also es ist auch Aufwand, das zu machen, ne? So, ne? Ja, das klar, jetzt, ja, ja. Das will man jetzt nicht runterreden, das ist auch eine Menge Arbeit, das, was Kuba jetzt macht. Ja. Aber wirklich, wenn du halt Profi bist, viele Leute, die können das halt nicht nachvollziehen. Das ist dein Leben, Alter. Du hast kaum Zeit, irgendwas anderes zu tun oder so. Oder dich mit anderen, wenn du andere Leidenschaften hast oder so, du hast keine Zeit dafür. Du bist Profi Vollzeit, die ganze Zeit. Und dann ist es nicht 9 to 5, fünfmal die Woche, sondern es ist deutlich mehr. Ja, das, und ich meine, das sind dann ja nur die Teamsachen. Ne? Wenn du dann dich noch selber improven willst, dann kommt da noch mehr Zeit dazu. Also du, das ist wie im echten Sport. Also du lebst nur noch diesen Sport. Wenn man dann noch Familie hat und das irgendwie unter den Hut bekommt, ich glaube, dann größten fucking Respekt an die Leute. Das zum Line-Up. Ich glaube, die meisten Focus-Fans können, wie gesagt, zufrieden sein. Ich glaube, das würdest du auch so sagen vom Line-Up her, ne? Also, wenn man damit nicht zufrieden ist, womit dann? Also, weiß ich nicht. Also, außer man sagt halt, okay, das kann halt so nicht funktionieren, wenn man da der Meinung ist, aber... Also, ich, ja. Das ist jetzt vielleicht gerade der Punkt, wo wir dann ins nächste Thema so ein bisschen den Übergang finden. Zufrieden. Also, ich persönlich finde das krass, weil das Potenzial ist extrem hoch und gleichzeitig, es kann komplett schief gehen. Also ich guck da sehr gespannt drauf, was aus diesem Team wird. Wenn man zuguckt, du weißt eigentlich, du bekommst irgendeine Show geboten. Also weil eigentlich, das selbst wenn es teamtechnisch, wenn es nicht so 100% zusammenfunkt, die Chemie nicht so mega krass sitzt und vielleicht hier und da so Roll-Probleme da sind, du weißt aber, jedes Mal, wenn du Fokus zuguckst, Digga, also jede Runde ist eigentlich offen, Alter. Immer, wenn ein Fokusspieler noch lebt, Digga, der kann die Runde drehen. Und das ist, vielleicht ist das auch am Anfang das, wovon dieses Team leben muss, Matches zu gewinnen, dass du einfach die individuelle Qualität hast, wenn es noch nicht so krass zusammen funktionieren sollte. Mhm. Und dann, ne, das ist so meine Sicht auf die Dinge. Deswegen, ich bin ja, zufrieden ist, finde ich, das falsche Wort. Ich bin sehr gespannt, was dieses Team tut. Also ich bin sehr interessiert daran, in Zukunft Fokus zu schauen. Und dann gleichzeitig die andere Seite, die ja jetzt auch halt wirklich viele Leute, die sich dazu äußern, aus dem Dachbereich, die halt enttäuscht sind, dass Fokus kein Dachteam mehr ist. Und also Fokus war jetzt ja natürlich in der Vergangenheit das Maximale, was du im Line-Up hattest. Jetzt, seitdem es Fokus gibt, sind zwei Dachspieler gleichzeitig im aktiven Line-Up. Komplettes Dachteam war es natürlich nie, aber Fokus ist ein Dachteam und hat auch in der Dach gespielt und jetzt ist eben Fokus kein einziger Dachspieler mehr im Team und du spielst halt in der Polaris-Region. Und da sagen viele halt, ey, ist schade. Das ist so dann das, was viele argumentieren. Ja, da habe ich ja auch schon einen Tweet zugemacht, so, wo ich dann auch gesagt habe, so, ey, also competen wir hier jetzt irgendwie um der Dach irgendwie schönere Zahlen zu bescheren oder competen wir hier um das bestmögliche Team zu stellen und am Ende in der Franchise-Liga mit dabei zu sein. Darüber müssen wir gleich auch nochmal ein bisschen mehr reden, wie krass wichtig diese Ascension ist, auch für nicht nur für Focus, sondern für jedes einzelne scheiß Team. Ich persönlich, natürlich finde ich es irgendwo schade, nicht mehr so diesen Bezug zu haben, okay, Focus, das Team mit dem deutschen Lineup oder so, das meine ich, was war ja vorher auch irgendwie eher international, sage ich mal, aber ne, dieser deutsche Bezug fällt so ein bisschen mehr weg, aber wir hatten auch schon ein bisschen vorher drüber geredet gehabt, so, die Focus-Fans werden es trotzdem gucken. Ich bin auch mal tatsächlich gespannt, wie sehr die Polaris-Region dadurch an Zuschauern gewinnen wird, zumindest während den Focus-Games, und ich bin auch mal gespannt, wie sich das dann auch auf die Zuschauerzahlen von Focus oder beziehungsweise Fanzahlen von Focus auswirken wird. Aber im Endeffekt, meiner Meinung nach, absolut richtig, aus der Dach wegzugehen. Weil wir haben gesehen, auch von den deutschen Spielern her, ist überhaupt ein deutscher Spieler in der Franchise-Liga mit dabei? Nee, ne? Nee.
Auch, ich meine, wenn wir jetzt den deutschen Sieger angucken, Fokus, mit einem deutschen Spieler im aktiven Lineup damals. Man handicapt sich einfach selber dadurch, und das soll jetzt wirklich nicht gemein gegenüber der deutschen Szene klingen, aber es ist einfach so, von dem, was man sieht, die deutschen Spieler sind einfach nicht auf dem Level von dem, was die Top-Teams haben. Und da muss die deutsche Szene einfach noch ein bisschen oder viel mehr aufholen. Und wenn wir jetzt auf die Polaris-Region gucken, so auch von den krassen Teams, viele Spieler aus dieser Region sind krass, nur um ein paar Namen zu nennen, Leo, Scythe, Durke, das sind jetzt einfach schon drei Namen, die man vielleicht für die besten sogar der Welt nennen könnte. Und auch wenn man jetzt mal so guckt Richtung CS, ne? Genau, das ist nicht nur Valorant bezogen, dass Skandinavien einfach Eine E-Sports-Nation, auch LOL zum Beispiel. Ja, auch, ja, stimmt. Also, das ist einfach ein Bereich, wo ich glaube, dort hast du natürlich irgendwo auch bessere Competition, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber bessere Competition, mehr Improvement und im Endeffekt, wenn du da halt durchkommst und immer weiter improvest, dann hast du auch gleichzeitig bessere Chancen, am Ende in die Franchise-Liga zu kommen. Deswegen, ich finde das die absolut richtige und nachvollziehbare Entscheidung von Focus, dorthin zu gehen, zu 100%. Ja, das ist halt, du hast gesagt, das wird jetzt ganz interessant bestimmt zu sehen sein, was auch die Zuschauerzahlen von Focus angeht. Wird es mehr, wird es weniger, bleibt es ungefähr gleich oder auch generell so die Fanbase-Zahlen, je nachdem, wie man das halt messen möchte, ne? Da hat Focus bestimmt ihre Methoden oder ihre Maßstäbe, woran die das messen. Ich bin halt der Meinung, ich glaube, das hätte halt nicht jedes Team machen können, ohne halt großen Verlust in dem Bezug hinzunehmen. Aber Focus ist halt eine Orga, die ist halt einfach größer und die ist mehr als nur das Team, was die haben. Und das ist ja. Deshalb kann Focus das halt wahrscheinlich machen, ohne irgendwie dann Fanbase-technisch wirklich Leute zu verlieren, sondern ich gehe davon aus, dass das auch in der Polaris-Region, auch wenn man da spielt, dass das weiter wächst. Focus ist so viel mehr als Orga mit den großen Persönlichkeiten, die die Orga halt dann zu bieten hat und wo die Leute auch dann folgen und Fans sind mit Eli Geller oder auch dann jetzt einfach Kuba als Sub und sowas, dass man den halt in der Orga hält, ist auch wichtig und deswegen, das ist so Win-Win, glaube ich, für Kuba und auch für Focus. Deswegen hat Focus da in dem Aspekt, glaube ich, nicht viele Sorgen. Und sonst so, was du halt meintest, dass Focus einfach bessere Chancen hat in der Polaris dann auch. Das Ding ist halt, das große Problem dahinter ist ja auch die Regeländerungen und so weiter. Und das war ja in der Vergangenheit, oder dieses Jahr war es ja so, bei den VRLs, es gab die Regel, ein Spieler im aktiven Lineup muss aus der Region kommen, wo du spielst, und einer auf der Bench. Dann bist du berechtigt, in der jeweiligen Liga zu spielen. Und da haben wir dann auch als Kritikpunkt gesagt, ey, warum gibt es überhaupt regionale Ligen dann? Mach doch halt einfach eine europäische Liga. Und dann, weil du konntest dadurch ja aufsteigen. Du konntest aufsteigen in die VCT, so wie Focus das geschafft hat. Warum nicht einfach eine europäische Liga? Das wäre, glaube ich, unserer Meinung nach deutlich sinnvoller gewesen. Und dann, aber dadurch, irgendwo hat dann dieses Aufstiegssystem halt noch Sinn gemacht, weil die Teams waren eh alle international und dadurch gab es gab quasi keine Beschränkung, du brauchst so und so viele Nationen von den Spielern im Team. Und jetzt kommen halt die Regeländerungen, weil es gab halt viele, die das gesagt haben, das macht keinen Sinn, dann Regionen zu haben. Und dann hat Riot jetzt gesagt, ja gut, Regeländerung für nächstes Jahr, du brauchst 3 pro Team im aktiven Lineup. Und jetzt machen die Regionen halt Sinn, aber es macht keinen Sinn mehr, dass man dadurch aufsteigt, weil diese Regelung mit den 3 Spielern aus der jeweiligen Region pro Team verhindert halt, dass du das bestmögliche Team zusammenbauen kannst. Und deshalb macht dieser Aufstieg halt einfach dann irgendwie nicht mehr viel Sinn. Und aus dem Aspekt, wenn Focus in der Dach geblieben wäre, du hättest dir selbst im Weg gestanden, wenn du das Ziel hast, du willst aufsteigen, du willst VCT spielen, weil es gibt nur ein Slot, es gibt nur ein Team aus ganz Europa, aus Challengers, was aufsteigt. Und wenn du dann in der Dach gewesen wärst, das wäre ein Handicap, ja. Und das ist nichts halt, wir haben auch gute Spieler in der Dachliga, aber wenn man dann guckt, Polaris, das ist ein ganz anderer Talentpool, das ist viel größer, du hast viel mehr Talente.
Ne, wie gesagt, wenn wir nach CS gucken, auch teilweise bei LoL, da kommen die besten Talente aus Europa her. Das sind, ne, CIS muss man auch noch nennen, ich denke Skandinavien und CIS, das sind die besten, wenn es darum geht, neue Talents an den Start zu holen. Und auch, wie gesagt, die Konkurrenz dadurch ist halt auch größer. Und vielleicht ist es bei Polaris schwerer, die Liga zu gewinnen. Kann sein, bei Dach ist es vielleicht etwas leichter zu gewinnen und dich quasi für Ascension zu qualifizieren. Aber das hilft dir bei Ascension nichts, ja. Und deswegen, wenn dein Ziel ist sowieso, wir wollen Ascension gewinnen, wir wollen aufsteigen, wir wollen das beste Challengers-Team sein, wir wollen das einzige Team sein, was aufsteigt, dann musst du sowieso als Ziel haben, Liga gewinnen, ne? Und das ist halt so ein bisschen, da wollte ich jetzt noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wenn man sich jetzt überlegt, du gehst ja jetzt in diese VRLs rein mit dem Gedanken, in die Franchise-Liga zu kommen, weil die Franchise-Liga fucking rentabel ist, also fucking rentabel. Da kommt keine VRL dran an die Viewership und ich glaube auch die Sponsoren sind eher geneigt, zu Teams zu gehen, die ja, eine realistische Chance haben, irgendwie in die Franchise-Liga zu kommen. Plus dann auch mehr Screentime von mehr Zuschauern zu haben, generell. Das ist halt einfach so eine Sache. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Focus aussieht, wenn das jetzt die nächsten 2 Jahre nicht klappt, in die Franchise-Liga zu kommen, wovon wir jetzt mal alle nicht ausgehen wollen. Dann ist natürlich auch die Frage, wie rentabel ist das überhaupt für ein Team wie Focus, solche Spieler auch zu bezahlen, die sie haben, weil das sind ja wirklich gute Spieler. Wie rentabel ist das für ein Guild, die ja auch mit herben Verlusten zu kämpfen haben, jetzt nochmal reinzugehen und dann vielleicht nicht zu gewinnen, oder, ne, nicht reinzukommen in die Franchise-Liga. Und das kann man bei sau vielen Teams sagen. Und ich glaube, dass wir durch diese Tatsache, dass man in den ersten, ich glaube, 3 Jahren, ne? Nur ein Team hat, was immer reinkommt und danach erst 2, sau viele Teams haben wird, beziehungsweise Orks haben wird, die mal rein in Veteran gehen, dann mal wieder raus, dann mal wieder rein, dann mal wieder raus, weil sie das einfach ja, nicht vernünftig finanzieren können. Und das ist halt scheiße. Also, das ist irgendwie so ein bisschen was, da stehen wirklich viele, viele Jobs auf dem Spiel, für die Teams, die in diese Franchise-Liga reinkommen wollen. Und das ist eigentlich legit, dieses Ascension-Finale, selbst wenn es gar nicht so sein sollte, das ist das wichtigste Spiel, was wir in Valorant haben werden im nächsten Jahr. Scheiß auf Masters, scheiß auf Champions. Für die Orks ist die Ascension-Liga. Da geht's um mehr, ja. Da geht's um viel, viel mehr. Und weiß ich nicht, wie cool ich das finden soll. Das ist jetzt natürlich dann irgendwie wieder geil für die Focus-Fans, die dann jetzt zum Beispiel wissen, so, ey, da geht's um alles, das ist so fucking wichtig. Aber irgendwie, also nicht, dass mir das jetzt den Hype auf Masters und Champions nimmt, weil da sehen wir halt wirklich die besten Spieler, aber so einfach so von der Wichtigkeit ist es nicht so wichtig wie die fucking Ascension und das sollte eigentlich nicht so sein. Ja, das ist halt, ne, das System, was Riot Games da zusammengebaut hat, das führt halt dazu, dass das Realität ist. Naja. Es ist. Alter. Hier im Chat gerade, wenn Focus gegen Liquid gewinnt, gifte ich hier 50 Subs. Da müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie eine Watchparty reinbekommen. Oh, nice. Ja, sorry. Ja. Also ich, ne? Ja, das System ist, ja, wir hätten es anders gelöst, aber ne, wir, ne, Riot Games, die Leute bei Riot Games treffen viele fragwürdige Entscheidungen, aber auch, das ist nicht alles Quatsch, was Riot macht und viele Sachen, die Riot macht, ja. die treffen Entscheidungen halt, die in ihrem Sinne sind und es steht oftmals dann der Competition leider oder der Qualität der Competition ein bisschen im Weg, aber wenigstens haben wir in Valorant überhaupt die Möglichkeit, dass man aufsteigen kann in die Franchise oder ja, als nicht gefranchisedes Team in diese Liga zu kommen. Aber ja, ein Team pro Jahr, das ist wirklich, wie du gesagt hast eigentlich, da geht's um das Allermeiste, Alter, weil in den VRLs, Mann, das ist keine Orga denkt sich, Alter, geil, wir spielen in der VRL, das ist wirklich auch
wie da die ganze Production von diesen Ligen und wie die gehalten werden und die Leute, die da auch dann die Entscheidung treffen, das ist größtenteils wirklich absolutes Amateurniveau, wie diese Ligen da, ja, wie diese Ligen da ablaufen und sowas und eigentlich die großen Orgas, die nicht in der Franchise-Liga sind, die krassen Teams stellen, die haben alle das Ziel, wir wollen aufsteigen. Deswegen, die Competition ist komplett insane eigentlich nächstes Jahr. Ja. Deswegen, wirklich, wenn ihr Focus-Fans seid, das wird eine krasse Saison. Und auch für diejenigen, die auch irgendwie Fans von einem Dachteam sind, also, ja, mal sehen. vielleicht ja von Wavecupper. Nein, also bei Dach, ich glaube, die Dach wird schon ein Team auf jeden Fall hinstellen können, oder ganz theoretisch, das halt wirklich nächstes Jahr, das müssen ja wirklich dann Dachteams sein, wo wirklich drei Dachspieler drin sind und nicht nur einer und einer auf der Bench, und das werden richtige Dachteams sein. Und die Leute, die eigentlich gerade theoretisch zur Verfügung dafür stehen, da sind schon gute Leute am Start, ne? Weil Big schaut eigentlich, dass die ihre Spieler, ne, die wollen, dass die Spieler auch einen Weg zu einer anderen Orga finden, ne, aktiv sehr. Mhm. Big, ich finde, momentan sieht es so aus, als ob Big nächstes Jahr nicht dabei ist, ja. So, weil eigentlich so den Voraussetzungen, was die Dach angeht, hattest du natürlich ein sehr gutes Team. Ist halt die Frage, vielleicht war Big das auch irgendwie zu teuer oder ich weiß es nicht, ne? Momentan sieht es, finde ich, so aus, als ob Big eher nicht competet, aber kann mich auch irren. Aber also ich hoffe ja auch, dass man sich da ein bisschen irrt, weil Big, selbst wenn es vielleicht für Big nicht rentabel ist, ich kann es voll nachvollziehen, aber Big ist so ein Team, das möchte ich einfach im E-Sport sehen. So. Also würde ich echt schade finden, wenn die Valorant verlassen. Ja, schon. Aber ne, theoretisch, es gibt sehr viele gute Dachspieler, die, ne, es war ja bisher aufgrund diesen Regeln, es war alles sehr gesplittet. Du hast es da einen guten Dachspieler im Team, der Rest international. Du hattest da einen guten Dachspieler, der Rest international. Es gibt jetzt gerade auf dem Markt viele Dachspieler, die man theoretisch zu einem guten Dachteam zusammenbauen könnte, was es vorher noch nicht so gab. Die Möglichkeit ist eigentlich da. Ja, da muss man einfach hoffen. Also natürlich würde ich es mir auch wünschen, aber wenn wir jetzt die Vergangenheit betrachten, dann wird es halt schwierig im Vergleich. Aber worüber wir auch noch nicht geredet haben, Polaris, ja, gerade im letzten Region, wahrscheinlich die most overrated Region. In der letzten Saison, was jetzt die VRL-Finals angeht, beziehungsweise ja, die Play-In. Seit es dieses ganze Jahr Challengers eigentlich, also ja. Ne, wir haben selber auch als der Focus-Run damals war, als Focus dann sich fürs Promotion-Turnier qualifiziert hat, wir haben gesagt, ey, Polaris, guck mal, wer da alles spielt, Digga, keine Chance, Polaris übernimmt. Und seitdem haben wir sie vielleicht gejinxt und seitdem haben sie keinen Erfolg. Alle Polaris-Teams, ja. Ja. Also da sind dann halt Teams wie Alliance, die müssten dem einen oder anderen Begriff sein, Teams wie Excel, Tenstar auch, das sind so typische Polaris-Teams. Das ist. Dann kommt Guild sicherlich schon dazu. Was. Wahrscheinlich. Ja. Also, ich glaube, das könnte schon für Valorant-Verhältnisse echt stacked werden, da in Polaris. Ja, ich hoffe nur, dass Focus sich, falls sie dort Erster werden und das Ganze gewinnen und dann in den VRL bzw. in Ascension mit dabei sind, dass sie eben diesen Polaris-Fluch oder dass der Jinx dann aufgelöst ist, weil irgendwie bei uns das ist ja der Counter-Jinx, der da noch hoffentlich gegenwirkt. So. Ja, das ist so ein bisschen das. Die Frage stand jetzt schon ein paar Mal im Chat, ob Focus sich da jetzt in irgendeine Quali spielen muss für die Polaris-Region. Soweit ich das jetzt gehört habe, ist es so, dass die Teams dann Invite bekommen, ne? Die VCT-Teams, also die Teams, die dieses Jahr VCT gespielt haben und nächstes Jahr nicht in der Franchise-Liga dabei sind, die können sich aussuchen, in welche Liga sie wollen. Die müssen natürlich ein Team stellen, was sie dafür berechtigt, da zu spielen, ne? Aber die können sich das dann aussuchen und die sind dann in der Liga. Die müssen sich nicht qualifizieren. Okay. Das sollte ja die Frage beantworten. Ja, so, dann jetzt nochmal abschließend. Diese Focus-Off-Season mal zusammengefasst. Man holt drei neue Leute ins Team.
Man holt Lewis jetzt, beziehungsweise schult Lewis jetzt zum Ingame wieder um. Man wechselt die Region und will unbedingt für Ascension angreifen. 1 bis 10, wie viele Punkte gibst du? 10 ist gut, 1 ist kacke. Die Skala funktioniert nicht bei dem Team. Das ist wirklich, das ist, weil... Das Fragezeichen. Von 0 bis 10 kann halt so alles, ja, vielleicht, der Skill ist vielleicht so, das individuelle Level ist vielleicht zu hoch, dass es wirklich sowas wie, weiß ich nicht, 0 bis 3 wird, aber Potential ist halt 10, aber wo die Frage wird halt sein, wo ist der Floor? Wo, der Skill-Ceiling, insane, wo ist der Skill-Floor? Wo ist das... So, dass, wenn Focus nicht das A-Game spielt, oder dann, wo sind sie dann? Wie sieht ihr B-Game aus, ihr C-Game? Ja, wie gut ist das? Und das wird, glaube ich, die Frage sein, oder das ja, was Focus hinkriegen muss. Wenn die alle on fire sind, dann können die fast jeden umschießen, denke ich. Aber wenn es nicht so ist, wenn die gegen andere gute Teams spielen, die vielleicht ausnutzen können, dass Focus in der einen oder anderen Rolle einen Spieler hat, der nicht diese Rolle zur Perfektion spielt, dann musst du halt gucken, für wie gut können die noch, wie ist so das Durchschnittslevel, was die erreichen können vielleicht. Ja. Aber Potential ist halt eine 10, ne? Wenn man jetzt die Skala nimmt. Ja, also ich, wie gesagt, wenn ich Focus-Fan wäre, bin ich natürlich nicht, weil, wie gesagt, wir haben noch kein Trikot. dann wäre ich, glaube ich, schon eher im Team zufrieden und hyped auf das neue Team. Ansonsten, ja, also ich glaube, wie gesagt, einfach mit zufrieden sein und gucken, was passiert. Ich glaube, das ist so eigentlich, das ist so wild, das kann eigentlich nur geil werden zum Gucken und das zum Verfolgen. Ne, das ist halt, wenn man eine Skala, wie geil wird das halt zum Zugucken? Das ist für mich dann halt auch Richtung 10. Ne? Also das ist wirklich, das wird extrem entertaining sein, glaube ich, Focus zuzugucken. Und zu dem Entertaining gehört dann halt auch auf der Negativseite. Es gibt bestimmt Matches, da schmeißen die richtig hart weg, weil die alle irgendwie alle Ego-Peak rein oder so und schmeißen dadurch dumme Runden weg. Und auch in dem Game, ja, das war jetzt das erste Online-Official gegen Mixteam, aber es gab auch so ein paar Runden, Alter, die musst du wirklich nicht wegschmeißen. Und wenn du dich da ein bisschen zusammenreißt und nicht einfach rumziehst, dann gewinnst du die Runde locker. Und vielleicht ist das auch so eine Herausforderung, die Focus vor sich hat, dass... ne, dass die Spieler vielleicht checken müssen, ey, okay, ich war vielleicht früher so der Mainstar an meinem Team, ich musste die Runden alleine gewinnen, ich muss das jetzt vielleicht nicht mehr tun. Ich muss vielleicht lieber die Runde dann intelligent runterspielen und muss halt nicht alles alleine gewinnen. Das ist vielleicht auch eine Entwicklung, die der ein oder andere Spieler machen muss. Ja, das stimmt, aber das ist vielleicht so eine generell so eine Valorant-Krankheit, die so ein bisschen rumläuft. Ja, das ist auch was hier steht, also nicht deren richtige Comp, beziehungsweise ne, Focus wird auch für Manchester der Red Bull Homegrown, also da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, dass der finanziell, selbst wenn es in Anführungsstrichen, steht es hier schon fest, wie viel Kohle? Ja, nur 100.000 Dollar Preispool, ne, in ganz, ganz großen Anführungsstrichen sind. Aber im Vergleich zu 2.000 Dollar ist es halt schon viel, viel mehr. Deswegen, ja, muss man einfach sagen, okay, Strat saven ist vielleicht noch das Beste. Ich denke mal eher, da wird es jetzt darum gehen, Teamkommunikation ein bisschen zu finden. Sich einfach in Officials ein bisschen warm zu spielen, sag ich mal. Das ist ja gerade dann auch gegen Teams wie Liquid, Vitality, die 100 Thieves, Team Heretics und Foot und auch ja. Crew eigentlich. Also das ist schon krasse Competition da mit dem Red Bull Homegrown. Das ist auch sehr gut, dass Focus da teilnimmt und das ist auf jeden Fall das beste Off-Season-Turnier, was wir haben werden. 100%. Ja. Das wird das Beste sein und das ist auch ein bisschen traurig, dass das dann das Beste ist. Na, auch das Turnier ist wirklich von den Teams, die jetzt teilnehmen, das ist schon gut, aber von dem, was da so ja, versprochen erzählt wurde von Riot Games, so an der Offseason, da können dann auch die großen Drittparty-Turniere stattfinden, ja. Wenn das Beste ist, dann, ja. Und das ist jetzt nicht nur so, oh, da gab es noch andere gute. Nein, das ist das einzige Offseason-Turnier, glaube ich, was man wirklich ernst nehmen kann, wo eigentlich komplett durchweg gute Teams spielen werden und da wird auf jeden Fall geschwitzt, Alter, und da. Ich denke, das ist das einzige Off-Season-Turnier, was man wirklich ernst nehmen kann.
Ja, also ich meine, so ein Mr. Beast Turnier, das würde ich auch noch mal ein bisschen ernster nehmen. ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube auch im Hinblick auf das Turnier, das wird ja nicht nur interessant für Focus, wie man da im internationalen Vergleich steht, sondern auch vor allem interessant, wie sieht Liquid aus, wie sieht Vitality aus? Gut, Vitality hatten wir jetzt schon ein paar Game-Tests. Wie sehen die 100 Thieves jetzt aus? Das finde ich alles super interessant tatsächlich. Und ja, Alter, ich glaube, das wird echt ein geiles Turnier. Und ja, das sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Und vielleicht können wir da zumindest ein Watch-Along, das sollten wir da hoffentlich irgendwie hinkriegen. Wenn das dann auch von der Zeit her und so alles passt. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie das dann damit Arbeit sein wird und so. Wobei, das ist ja, ist das am Wochenende, 9. bis 12.? Übers Wochenende sogar, nice. Ja, gut. Also da haben wir vielleicht ein bisschen was zu tun. Ja, nochmal so zu den... Möchtest du noch was zu Focus loswerden? Ich habe jetzt auch keine Fragen dazu in meinem Chat gesehen. Ja, also... Ja. Also ich finde wirklich, dass... Die, wenn man wirklich was Negatives nennen möchte, dann ist das eben aus dieser subjektiven Sichtweise, spielen nicht mehr bei Dach. Und es ist halt ein Verlust für die Dachliga auf jeden Fall. Also deswegen, es haben sich halt auch mehrere Leute, die irgendwie, ne, bei der Dachliga auch mit Arbeiten beteiligt sind, was auch immer, dann Interesse dran haben, gesagt, ey, finden sie es nicht gut, dass Focus das macht. Aber ich glaube, wenn man halt wirklich, das muss man halt, ich finde, das muss man auch Focus sehr hoch anrechnen. Und ich bin generell, ich bin kein Fan von einer bestimmten Orga jetzt. Ich bin kein Hardcore-Fan von irgendwem, aber ich ja, aber nur, weil du noch kein Fokus-Trikot hast. Ja, das auch. Aber, aber ich respektiere es einfach bei Orgas einfach sehr, wenn du weißt, bei diesen Orgas ist halt das Ziel sportlicher Erfolg. Die wollen immer das Beste hinstellen, was geht. Ja, und Fokus, ich wie gesagt, ich bin jetzt auch, ich habe Fokus noch nicht lange auf dem Schirm. Bevor Fokus in Valorant eingestiegen ist, wusste ich nicht, dass diese Orga existiert, weil ich außerhalb so meiner E-Sport-Bubble, die ich verfolge, habe ich einfach wirklich, bin ich komplett lost eigentlich. Und und ich kenne jetzt, ich verfolge E-Sports nicht erst seit gestern oder letztem Jahr oder vorletztem Jahr, sondern schon ein bisschen länger. Und Fokus habe ich jetzt wirklich erst seit einer kurzen Weile, wenn man das große Ganze sieht, auf dem Schirm. Und die Orga zeigt mir halt so, ey, die sind halt ehrgeizig und die wollen da das beste Team, was möglich ist, hinstellen. Und das kann ich halt respektieren. Und auf jeden Fall. Und aus dem Gesichtspunkt ist es halt für mich, ist das für mich eine logische Entscheidung, das zu tun, was Focus jetzt macht. Ja, also ich finde es auch, wie gesagt, wir haben da jetzt auch schon drüber geredet. Ich glaube, für die Dach ist es ein Verlust, für Focus ein Gewinn. Und ich glaube auch für viele Viewer sollte es jetzt angenehmer zu gucken sein, den kleinen Seitenhieb erlaube ich mir jetzt nochmal. So, dann reden wir nochmal über die Franchise-Teams, die jetzt ja schon einige Spiele gemacht haben, zum Beispiel Vitality und Navi, die in dem G-Loot hieß der. G-Loot Cup oder so. G-Loot Clash. Clash. Dort haben unter anderem Navi, Parler Esports, Giants Gaming, Team Vitality, BBL könnte man noch kennen, Foot hat noch mitgemacht, Tenster auch, Galatasaray sogar, lol. ja, und im Endeffekt, die Matchups, die da vielleicht interessant waren, waren dann halt Navi gegen Vitality, zwei Franchise-Teams gegeneinander, und Giants BBL auch aus Franchise-Sicht interessant. Was dann irgendwie eine Überraschung gewesen ist, ist dann, dass Parler im Finale gewesen ist. Aber muss man sagen, ist jetzt nicht sonderlich relevant für diejenigen, die ja, sich jetzt für die Franchise-Teams interessieren. Was jetzt aber gerade bei Navi auffällig war, Junge, ich glaube, CNET im Spiel unfassbar krass drauf gewesen, Statwise. Also holy shit. Gerade im Finale, ich glaube insgesamt, gut, ist ein Five-Mapper gewesen, aber über 100 Frags als einziger Spieler, plus 33 geht er da raus. 23 First Kills. Und nur 14 First Deaths. Also wirklich, wirklich krass gewesen. Ich glaube, na gut, nicht in jeder Map Top-Frag, aber auch eine 30er-Bombe auf Icebox mit dabei gewesen.
Einfach mehr, also als doppelt so viele Kills wie Angel. Also CNET, ich glaube, kann man schon sagen, ist ein krasser Spieler immer noch. Selbst wenn das jetzt nur Parla war, in Anführungsstrichen. Aber auch gegen Vitality auch gut gespielt. Ich glaube, auf Navi kann man gespannt sein. Also das ist eine Sache, die ja einfach auch dafür spricht, dass, ne, wenn CNET da jetzt schon so abgeht, dass Navi sich da schon was bei gedacht hat und CNET wahrscheinlich einfach das absolute Upgrade über Adis ist. Und ja, also als Navi-Fan und auch im Übrigen auch als türkischer Fan, ich glaube, Navi ist das Team, was auch von den Türken her meistens supported wird, wenn die wahrscheinlich das einzige Team sind, was irgendwie im Talk sind, überhaupt bei den Internationals mit dabei zu sein, außerhalb von Rio. Ja, ich glaube, das hat man ja auch, da habe ich auch immer gedacht, so, ey, also, was habt ihr alle für ein kurzes Gedächtnis, dass die Leute geschrieben haben, oh, CNET, ja, gar nicht so gut und dieses Jahr hier irgendwie nicht gut gewesen. Alter, Digga, habt ihr vergessen, was dieser Mann gemacht hat eigentlich, als Sen tatsächlich konkurrenzfähig war, ne? Er war eigentlich, der war der Überstar, der von vielen mit als bester Spieler der Welt gerankt wurde, als Ascent noch konkurrenzfähig war. Und ja, dieses Jahr war Mist für Ascent auf jeden Fall. Und er hat bestimmt auch nicht so gut gespielt, wie er das kann. Aber ich fand es Wahnsinn, dass manche Leute irgendwie gesagt haben, CNET irgendwie nicht, oder dass der nicht irgendwie auf dem, dass der nicht in der Contention sein kann, bester Spieler der Welt oder sonst was. Der kann da drin sein. Mhm. Und das werden wir nächstes Jahr hoffentlich auch so sehen. Und ja, das war jetzt halt so ein Whatever-Turnier. Es gab ein paar Matchups, die haben halt Relevanz. Im Finale dann halt ein 2-0 gegen Vitality. Waren 2-0, ne? Stabil. Das war nicht Finale, war Halbfinale. Ja, aber dann Finale. Ja, vielleicht also, musst du nicht zwei Maps verlieren gegen Parla, wenn man es so sagt. Aber das ist halt so ein Whatever-Turnier, muss man auch sagen. Aber also CNET, den sollte man nächstes Jahr wieder absolut auf dem Zettel haben. Als eventuell besten Spieler in Europa, eventuell bester Spieler der Welt. Ja. Das ist sehr nice. Auch bei Vitality, wen man da stat-technisch hervorheben sollte, ist Mosey, der auch von den Stats der beste Spieler des Turniers war, also was jetzt ACS und KD angeht. Das jetzt, um das jetzt mal so runter zu dummen, sage ich mal, auch ein sehr krasses Turnier gespielt. Und bei Giants, die sind jetzt nicht sonderlich weit gekommen, was ein bisschen schade ist, um das Ganze jetzt irgendwie für die noch zu bewerten. Was heißt nicht sonderlich weit gekommen? Im Halbfinale halt gegen Parla rausgeflogen. Ist so ein bisschen die Frage, wie man dieses Team so insgesamt dann noch sehen wird. Nukie war jetzt gerade auch gegen Parla statwise nicht so krass, wie man es jetzt von Nukie kennt. Aber ich glaube... Wenn ich halt auch schon so die Agent sehe, die Nukie spielt anscheinend, ist halt wasted, was soll ich sagen. Ja, das stimmt, Alter. Das stimmt wirklich. Aber also im Gegensatz Rhyme, also ich glaube, Rhyme ist jetzt auch niemand, den man jetzt in der Offseason, da haben wir auch nicht drüber geredet und gesagt, oh, der kann krass sein. Der hat hier krass gespielt, der sah wirklich krass aus auch, ne? Wie gesagt, die Games waren jetzt alle nicht so relevant und whatever, aber wenn du mit Astra Omen so eine Series spielst und am Ende verliert er so eine Series, wo er so spielt auf diesen Agents, das ist halt schade, aber vielleicht jemand, den man nächstes Jahr doch ein bisschen auf dem Schirm haben muss. Gut, jetzt steht hier schon im Chat Parla, bestes türkisches Team. Das ist, finde ich, jetzt gerade bei so einem Cup irgendwie schon stark overrated, sowas, das dann so zu sehen. Ich meine, über die Zeit gesehen, wir haben jetzt BBL, die sich auch in der bei Challengers gehalten hatten. Wir haben Foot, die VRL Finals gewonnen haben. Während Parla bisher, wie weit sind die gekommen bisher bei dem, was sie gemacht haben? Ja, keine Ahnung. Also nicht sonderlich weit, Alter. Nur halt irgendwie diesen G-Loot-Clash da irgendwie ein bisschen mitgespielt. Also, I don't know. Und auch bei den türkischen Finals da irgendwie in den Qualifiern im Endeffekt am Lower Bracket verkackt.
Ja, whatever. Ja, ist egal. Ist vollkommen egal, die Diskussion, was das angeht, weil es ist nicht relevant. Vielleicht für die türkische VRL, aber das ist Zukunftsmusik. Dann gibt es in den A schon was gewesen ist? Nee, ne? Wüsste ich jetzt nicht, ne? Dann wird das wahrscheinlich sogar schon gewesen sein, von dem, was jetzt, also NA, EMEA, Asien, könnte man jetzt nochmal irgendwie auf die Schnelle gucken. Da hat DRX so ein Guangzhou Esports Series gewonnen. Ja, gegen Talon. In dem Turnier waren dann auch unter anderem Zeta und Gen.G. Da ist DRX dann im Finale mit 3-0 durchgerannt. Das ist vielleicht noch interessant für den einen oder anderen, der den Mark noch ein bisschen interessant findet. Und in dem SEA Championship, da hat Bleed gewonnen, aber Bleed ist ja auch nicht sonderlich interessant. Von daher, ja, das zu den Sachen, was die Franchise-Teams angeht. Denkt ihr Shazam? Oh ja, das ist natürlich auch nochmal G2, Shazam und sowas. Das ist auch noch interessant. G2 sieht ja danach aus, dass sie in NA gehen und dort gibt es da schon Rumors, wer dabei sein soll, was Gespräche sind und so? Also ich habe da gar nichts auf dem Schirm, muss ich sagen. Ich habe da, ich hoffe, ich finde den Spreadsheet jetzt auf die Schnelle. Auf Season EMEA, ECT. Aber ne, wie ja, bei in NA, ja. In NA, das wäre halt auch ne, quasi die Challengers G2. Liga da in NA, wo G2 mitspielt. Also ja. Also bei G2 wären, ne, laut den Reports und also dieser Flynn auf Twitter, gerne mal da irgendwie reingucken, der hat da Possibilities und so, und das G2-Lineup sieht wohl danach aus, Penny, Oxy, Shazam, Whippy, Depper und Imi als Coach, ist jetzt kein geisteskrankes Team, aber ja, wird denke ich mal interessant, also G2 muss da ja eigentlich quasi das andere beste Team aus NA stellen, beziehungsweise aus Amerika. Und ja, da müssen sie natürlich großes Vertrauen an solche Spieler auch schenken. Ja, der Lil Bro Club von Tarek und Ludwig, der interessiert, also mich zumindest einen feuchten Furz. Dann noch die VCT Game Changers, quasi die weiblichen Valorant Champions gewesen, ist ein Turnier gewesen, wo ich jetzt sagen muss, das hat mich jetzt nicht sonderlich gejuckt, einfach weil ja ich einfach kein Interesse an Female E-Sport. Also es ist auch genau wie Frauenfußball, also da habe ich einfach kein Interesse dran. Das ist nicht böse gemeint oder so, aber es juckt mich einfach nicht. Nichtsdestotrotz gab es da ja auch die ein oder andere Kontroverse. Und über die möchte ich eigentlich kurz als erstes reden. Ja, über den Turnierausgang einfach reden, oder? Okay, gut. Reden wir über den Turnierausgang. G2 Golden kommt mehr oder weniger eigentlich, also von dem, was ich verfolgt habe, war ja eigentlich Cloud9 White Favorit in der ganzen Sache, und da hat man ja auch dann, da kam es ja relativ früh im Upper Semi, war das, meine ich, ja genau, zum Matchup, wo dann auch gesagt wurde, ja, also jetzt fliegt G2 raus und Cloud9 White wird jetzt durchrennen mit Bob als Topfragger. Auch eine kontroverse Situation, die es da gibt, oder Diskussion, die es da gibt. Im Endeffekt schlägt sich G2 dann durch und schlägt dann auch im Finale Shopify Rebellion, die eine große Kontroverse quasi gestartet haben. G2 allen voran natürlich, wen man hier nennen muss, auch von den meisten Fans, ist Mimi oder whatever, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie ausgesprochen wird, aber die wird von sehr, sehr vielen auch sehr, sehr hoch geratet. Und Mary auch als Main Chamber, ich glaube auch Stat-wise sehr krass gewesen. Ja, Mary mit einer besten Spielerin des Turniers auf jeden Fall. Ja. Und die 16, by the way, ne? Also das ist komplett krank. Ja, das ist
Das ist auf jeden Fall eigentlich eine geile Story für G2, wobei ich nicht so ganz verstehen kann, warum denen so die Favoritenrolle so abgesprochen worden ist. Das ich ist weiß jetzt nicht, ob das einfach nur Storytelling war, aber die waren ja eigentlich immer bekannt als so das Female Valorant-Team, oder nicht? Das ist für mich echt ein Witz, was vorher so auch die Power-Rankings oder so, die es da auch rund um das Turnier gab. Und da war G2, ich glaube Fünfter oder Sechster oder so, eins von beiden, und C9 White klar Erster und sowas, und wirklich G2 Fünfter oder Sechster und Shopify Rebellion auch um den Dreh. Und da muss ich einfach sagen, ey, das ist auch, wie kann das sein? Weil dieses G2-Team, drei Spielerinnen davon, die kommen ja straight von CS, die sind ja Teil des besten Female Lineups aller Zeiten in CSGO eigentlich, eben Petra, Giuliano und Mimi. Und früher dieses Jahr war Zazz ja auch noch dabei, quasi als Vierter aus diesem Lineup. Die hat dann ja vor ein paar Monaten, glaube ich, aufgehört, und da ist dann, glaube ich, Mary ins Team gekommen. Und seitdem, ich glaube, das erste Game Changers-Turnier, was dieses Team gespielt hat, also nachdem die geswitcht sind zu Valorant, das haben die, glaube ich, da sind die im Finale, haben die verloren gegen Tenstar oder so. Und danach haben die alles gewonnen. Die haben alles gewonnen bis jetzt zum letzten Game Changers in Europa. Da haben die im Finale gegen Guild X verloren. Wenn mich jetzt, ich meine, so war das. Und weil die Zweiter geworden sind bei Game Changers Europa, wurden die jetzt wirklich als Fünfter oder Sechster für dieses Turnier geratet. Und das ist, für mich ist das Wahnsinn, weil, und das liegt bestimmt auch daran, dass viele Leute, die halt auch darüber reden und die auch Power Rankings machen und so, die kommen, das sind halt meistens Leute, die als Hauptthema NA haben, was Valorant angeht. Und deswegen halt auch wahrscheinlich dann, dass C9 White halt als dieses Gott-Team hingestellt wird und die sowieso alle fertig machen würden international. Das ist ja eigentlich so das, was die Leute darum erzählen, und auch wenn man halt auf Reddit oder so guckt, öfter Leute, die irgendwie fragen, ey, warum Leute, die vielleicht nicht so das Wissen haben über die Szene oder einschätzen können, wie gut die wirklich sind, Leute, die dann halt fragen, warum spielen die eigentlich nicht bei VCT oder so. Ne? Und dann sind das nicht, ne, die Leute fragen sich dann so, okay, dürfen Frauen da nicht mitspielen oder Non-Binary oder so. Mhm. Nee, die sind einfach nicht gut genug, sich zu qualifizieren. Das ist, muss man halt straight up so sagen, die kommen halt nicht durch die Open Qualifier durch und so. Und in NA. Muss ich an den Tweet denken, den du mir geschickt hast. ja, der war witzig. Den können wir jetzt hier nicht zeigen, sonst wird es persönlich angegriffen oder so. Nee, aber C9 White wurde halt so immer als dieses Gott-Team im Female-Bereich dargestellt. Und jetzt dieses G2-Team wurde irgendwie, ne, wie gesagt, ich glaube, bei den Playchat-Rankings waren die Fünfter oder Sechster. Und ich frage mich, wie kann das sein? Weil wir hatten bisher, ne, obwohl sich Riot das so auf die Fahne schreibt, oh, wir fördern Game Changers so krass und wir machen so krasse Sachen für die, aber es gab noch nicht eine einzelne fucking LAN von Riot Games für Game Changers. Nicht mal eine National LAN oder so, nicht mal in Amerika eine LAN für, ne, NA-Teams, nicht mal in Europa eine LAN für Europa-Teams, gar nichts. Es war bisher alles online. Alles. Das ist ein Witz in einem Game wie Valorant. Das ist echt eine Frechheit eigentlich. Dafür, dass Riot sich das eigentlich so auf die Fahne schreibt. Und das war die erste. Brasilien hatte eine LAN, okay. Ne? Wie gesagt, geil, wenn die das hatten. Aber ansonsten, in Europa und in NA gab es, glaube ich, nichts. Vielleicht in Asien gab es auch was, kann sein, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall die erste International LAN und für viele Teams überhaupt die erste LAN und für viele Spielerinnen die erste LAN in ihrer Karriere. Und wenn man sich dann anguckt, wer bei G2 spielt, mit Giuliano, Petra und Mimi, die in CSGO alles gewonnen haben, seit Jahren LAN spielen, LAN gewinnen, wie kannst du die so niedrig raten? Auf der ersten LAN für quasi den Großteil der Spielerinnen. Das frage ich mich halt einfach so. Also wird das irgendwie gar nicht so irgendwie, ja, vielleicht jetzt im Nachhinein sagt man so, ja, jetzt im Nachhinein kann man easy sagen, so, ja, war klar, dass die gewinnen, aber ey, auch. Als ich das erste Mal diese Rankings gesehen habe, habe ich mir so gedacht, Digga, das muss man doch halt mit raten, das muss man doch auch mit einbeziehen, wo man die halt setzt in die Favoritenrollen oder so. Mhm. Ja, es ist halt, aber das ist ja eh so ein Phänomen, was wir in Valorant sehen, also Storytelling ist einfach wichtiger als im Endeffekt Performances. So, es ist ja nicht nur jetzt hier bei dem Female E-Sport, sondern auch
bei Champions und so weiter und Masters und whatever gewesen, wie krass hoch auch so Teams wie Leviathan geratet worden sind, wie krass hoch Teams, auch wie DRX lange Zeit geratet worden sind, wo es wirklich nicht sinnvoll, also das hat keinen Sinn gemacht, DRX so krass zu raten, weil die es halt einfach immer wieder bewiesen haben, dass sie reinscheißen. So, das ist halt, ja, es ist halt fucking weird, wie sehr man in Valorant irgendwie jeden einzelnen Fan mitnehmen will und bloß über niemanden schlecht reden will, so, das ist halt einfach weird, Mann. Aber ja, die große Kontroverse, darf ich die jetzt anreißen, weil die finde ich tatsächlich eigentlich sehr interessant. Es war nämlich so, dass Shopify Rebellion ist ein NA-Team, ja, ne? NA, ja. Also die haben ja ein paar Apex-Spieler sind das ja, ne? Well, ja. Ich weiß nicht, ob das in Amerika geboren oder so mit. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube. Ja. Aber auf jeden Fall, die haben auch während des Turniers immer wieder Anfeindungen bekommen, auch Allchat, so soll sehr kacke gewesen sein. Und dann im Endeffekt kommt Shopify Rebellion übers Lower Final gegen Team Liquid. Dann ins Finale und der Head Coach von Shopify hat dann erstmal gegenüber Liquid einen schönen Mittelfinger gezeigt und hat sich sehr exzessiv gefreut. Fand ich persönlich ja einfach witzig. So, muss man ja sagen. Und dafür guckt man doch auch E-Sports, Alter. Für solche Emotionen, dass da auch mal einer ist, der ein bisschen am Rad dreht und ne, da, sich da ein bisschen durchflippt, Alter. Das ist doch auch genau das, wofür wir gucken. So, und im Endeffekt ist die Entscheidung... War das nicht gegen Southern White? Ja, das war doch gegen C9, ja, sorry, gegen C9. Sorry, echt? Ja, das war auch gegen C9. Aber wann kam die Strafe dann, nachdem die auch gegen Liquid gespielt haben? Wahrscheinlich, ne? Aber ich meine auch, das war gegen C9. Ja, weil der ist doch... Oh, lol. Das ja, war okay, gegen sorry, C9. Sorry. Ja, gegen C9. Ja. Alles gut. Ich habe, weil er ja quasi fürs Finale die Sperre bekommen hat, habe ich jetzt irgendwie im Kopf gehabt, dass das dann... Weil ich glaube, dass das... das war halt noch, das Liquid-Game war am selben Tag, halt nur später. Ich denke mal, ich hab die Timeline jetzt auch nicht komplett im Kopf, aber es war auf jeden Fall... gegen C9 und die Strafe ging dann halt im gilt dann halt im Finale. Ja. Sorry, my bad. Aber das ändert ja jetzt nicht viel an der Tatsache, dass das Folgende halt einfach komplett dumm ist. Und zwar wurde der Coach für diesen Mittelfinger so bestraft, dass er im Finale nicht mehr coachen durfte. Und ich glaube, gar nicht mehr da sein. Und durfte er überhaupt dann noch mit dem Team kommunizieren während des Finales? Also auch in der Venue sein oder so? Nee, ne? Boah, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall durfte er halt im Finale nicht Coach sein, ne? Und da gab es auch einige, viele Stimmen auf Twitter, die dort gesagt haben, das ist gut, das ist eine vernünftige Strafe und man muss auch mal ein Beispiel, ein Zeichen setzen und so, dass so ein Verhalten nicht geht und blibablub. Wo ich mir denke, so Alter, wenn wir hier jetzt irgendwie E-Sports und Sport gucken wollen, ohne Emotionen, ohne dass es da mal Ausreißer gibt, ja, also, wo ist denn dann der Spaß und Sinn am Sport auch? Also, jetzt mal ohne Scheiß. Also, gerade auch, wenn wir das jetzt mal mit sowas wie Fußball oder sowas vergleichen, jetzt nicht, dass Fußball gerade auch politisch und was weiß ich die perfekte Sportart ist. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber so Fußball ist, was sowas angeht, auch einfach so tausendmal weiter, wenn es darum geht, okay, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Und ey, im Endeffekt eine einfache Geldstrafe oder was weiß ich, oder eine öffentliche Entschuldigung plus Geldstrafe, das hätte doch tausendmal gereicht, um A, ein Zeichen zu setzen und B, um eben kompetitive Integrität zu fördern. Denn das, was da jetzt gemacht worden ist, hat ja nichts damit zu tun, dass jetzt im Finale noch irgendwie ansatzweise das Team im Finale steht, was jetzt irgendwie ins Finale gekommen ist. Sondern Coach ist ja grundsätzlich, und ich kann es jetzt schwer abschätzen, ob im Female Esports da ein Coach mehr Impact hat als jetzt im Male Esports bei Valorant, ne? Aber es ist halt scheiße. Also wem fällt das denn ein, da so eine Entscheidung zu treffen? Und Zensur ist es nicht, aber ich finde, so ein Exempel zu statuieren, ist halt Quatsch, Alter. Dass da also, das überhaupt so eine das? Große Sache gemacht wird, Alter. Das ist eine Rivalität, die da aufeinander trifft, die seit Monaten stattfindet und da halt, wie gesagt, auch im Hintergrund oder auch im Allchat oder so immer gestichelt wird und sowas und dann
dann ist das so eine Rivalität und dann ist nach dem Game, ey, da zeigt er halt den Mittelfinger und für mich, wie gesagt, das ist kein großes Ding und ich habe noch, also ich, ja, es gibt auch Leute, die schreiben, ja, sowas geht nicht und sowas, das E-Sports hier, wir wollen inclusive sein und hier, wir wollen nicht irgendwie Leute beleidigen oder sonst was oder von mir aus so. Auch wenn ich finde das so, was ist denn ein Mittelfinger? Whatever, Alter. Als ob das jetzt so schlimm wäre. Das ist so meine Ansicht. Das ist, gehört auch zu Emotionen dazu. Aber wenn Riot das unbedingt bestrafen will, und Riot ist ja, also Riot auch in League of Legends und so, ich generell, was die Broadcast von Riot angeht, die wollen schon, ne, wenn man da ein CS-Meme aufgreift, die wollen sehr family-friendly sein, Family-Show und so. Riot ist da, glaube ich, eher so dran schon, dass da sowas halt nicht vorkommt. Und wenn das so, auch wenn ich das dumm finde, was E-Sport angeht, ich finde, ne, auch, ich finde da auch den Vergleich dann zu richtigem Sport und so schon gut und auch vor allem American Sport, NFL oder NBA oder so, da wird halt getauntet und auch, ich finde auch da geht es halt in eine dumme Richtung, dass halt für kleine Taunts oder so, dass da schon, ne, ein Spieler irgendwie auch Geldstrafe bekommt oder teilweise für Taunting oder so bekommst du ja auch in der NFL zum Beispiel, je nachdem was es ist, bekommst du auch, glaube ich, Yardstrafen oder so, dass du ein paar Yards zurück musst oder sowas. Was, ich finde das halt auch dumm, halt, wenn es wirklich, keine Ahnung, du zeigst mit dem Finger auf den nach dem Touchdown und dann kriegst du eine Taunting-Strafe, also was soll denn das? Aber ja, ich finde im E-Sports ist das auch, ich finde, E-Sports macht sich dadurch so ein bisschen lächerlich, dass man sowas halt irgendwie auch sowas halt so große Sachen macht und das ist halt das eine Ding. Und wenn Riot das so machen möchte, dann okay. Aber ey, wie du gesagt hast, dann macht eine Geldstrafe, sagt dem Typ, er soll sich entschuldigen und gut ist. Wo ist das Problem? Und wirklich dadurch, du sagst dann, guck mal, das ist am Ende von diesem, das ist ja ein Samstag, glaube ich, gewesen. Irgendwie Samstagabend beziehungsweise Nacht nach dem letzten Game irgendwie, macht Riot dann die offizielle Ankündigung, ja, der Coach von dem Team, was von Shopify, darf im Finale nicht dabei sein. Digga, was denkst du dir da als Shopify-Spielerin? Das ist doch so eine Scheiße. Und das haben die, glaube ich, auch selber gesagt. Ey, an dieser Nacht, normal, du hast ja sowieso wenig Zeit, dich dann vorzubereiten auf deinen nächsten Gegner. Du guckst, dass du in der Nacht dir noch ein bisschen was anguckst von denen. Mental bereitest du dich drauf vor. Das ist komplett flöten gegangen. Weil du halt komplett im Kopf kaputt warst wegen dieser Entscheidung von Riot Games, dass dein Coach nicht hinter dir sein darf. Und das hat nun mal, das hat im E-Sports mittlerweile ist es zum Glück so, dass Coaches auch Impact haben und so und auch wichtig sind. Und das hatte ohne Zweifel riesen Einfluss auf das Finale. Und was man auch gesehen hat im Finale, das war ja, wenn wir uns das Finale angucken, ich mach's nochmal auf, oder? Wenn wir uns das Finale angucken, das war ja so, Shopify hat die ersten beiden Games gewonnen. Das war relativ knapp beides, meine ich. 13-9. So, du gewinnst die ersten beiden Maps und dann kam der Ultra-Reverse-Sweep des Todes, Alter. Die wurden komplett hops genommen auf allen Maps. 13-3, 13-2, 13-5. Die wurden vernichtet, Alter. Ja. Und weißt du, was überhaupt nicht passiert ist? Die haben keine fucking Timeouts genommen. Also die haben legit, ich weiß nicht, wie viele Timeouts, aber auf der letzten Map, die haben so auf die Fresse bekommen. Meinst du, die haben mal ein Timeout genommen? Digga, da ist kein Coach hinter denen, der sagen kann, oder ich. Können die Coaches in Valorant eigentlich Timeout selber anmachen? Ich glaube, ne? Muss ja eigentlich. Eigentlich schon. In CS können sie es ja nicht, ne? Aber ich glaube, in Valorant können die ja selber Timeout anmachen. Ja. Ja, das ist halt ein. Also da kann man auch sagen, ja, dann müssen die halt selber dran denken, ey, wir nehmen jetzt mal ein Timeout und reden, aber das ist, ey, das ist einfach scheiße. Wenn auf einmal, vor allem im Finale, das wichtigste Game Changers Event aller Zeiten, das wichtigste Game in deren Karriere bisher und dein Coach ist nicht hinter dir und du bist einfach am Arsch. Ey, das ist doch einfach dumm, sowas. Ja, es ist ja auch sowas wie Timeouts. Es ist ja jetzt nicht nur in E-Sports so, sondern halt auch im normalen Sport, im Real-Life-Sport, Entschuldigung, wenn ich immer normaler Sport sage. So um Flows zu brechen, um vielleicht irgendwie, ne, kleine Dinge umzustellen oder, ne, sonst was, um einfach irgendwie einen Riss in den Flow zu bekommen und vielleicht nochmal einen kleinen U-Turn hinzulegen oder sowas. Und selbst wenn es nur eine kleine mentale Auszeit ist, die du einfach brauchst,
sowas erkennen halt Coaches. Und wenn das nicht mit dabei ist, dann kann halt eben sowas passieren. Und da muss man halt wirklich schon einige Fragen stellen. Und ich möchte da halt auch G2 nichts wegnehmen, weil wenn du halt so einen Reverse Sweep raushaust, dann ist das schon krass, ne? Das war ne? der dominanteste Reverse Sweep, den ich, glaube ich, je gesehen habe in meinem Leben, Alter. Also. Ja, aber trotzdem muss man da halt gleichzeitig auch die Frage stellen, passiert das halt auch mit einem Shopify-Coach, der da halt mit dabei ist, ne? Und eben nicht nur in dem Game-Coach, sondern wirklich, das ist auch ein Riesenfaktor, ob du ne, in der Nacht davor, ob du es noch, ne, kriegst du es hin, dich noch halbwegs vorzubereiten, hier, du guckst dir deinen direkten Gegner an oder so auf der Position, wie du dagegen spielst und so weiter. Das hier, das leidet alles darunter. Ja. Ja, das ist so ein bisschen schade. Aber mein Gott, es ist halt, das ist halt das Problem bei, das kann man jetzt gar nicht mal nur an Riot festmachen. Das ist ja, wir haben es ja auch schon ein bisschen gesagt, das ist auch ein normaler Sport. Das ist aber ein Trend, das ist der Trend bei Riot Games. Das Problem, wie gesagt, hätten die Geldstrafe gemacht, hätte ich auch gesagt, okay, finde ich auch dumm, aber dann macht es, weil das hat am Ende keinen Einfluss auf den Verlauf des Turniers. Aber diese Entscheidung zu sagen, der Coach darf nicht im Finale dabei sein, das ist doch Wettbewerbsverzerrung, Alter. Jetzt mal ohne Spaß. Das ist doch absolut für Wettbewerbsintegrität absolut lächerlich, dass so eine Entscheidung getroffen werden kann. Und ich frage mich da halt einfach, weil Riot, also gibt's da halt irgendwie so ein, ist da einfach legit eine Person und die sagt einfach, ja, wir machen das und dann wird das gemacht. Gibt's da nicht mehrere Personen, die irgendwie so abwägen, ja, was könnte man machen? Und dann diskutiert man das aus und dann nimmt man... Ja, weil die werden also wahrscheinlich alle so überkorrekt sein, so. Selbst wenn sie es dann im Endeffekt wahrscheinlich halt nicht selber sind, aber... Ja, aber das ist ja der Trend bei Riot Games, Wettbewerbsintegrität ist egal, Hauptsache irgendwie, also... Ja. Auch wenn wir uns das Ding, ne, FPX... gegen Exit war das ja bei Champions oder sowas, ne, 2 Stunden nachdem das Game vorbei ist, dürfen die Spieler um 3 Uhr morgens nochmal in die Arena und die Overtime da, also wie kann sowas denn entschieden werden? Und das ist ja wirklich ein Trend bei Riot Games, dass für mich ist das Wettbewerbsverzerrung, was da betrieben wird. Ja, kann man so sehen. Also ich finde halt eine Verwarnung, wenn sowas halt mehrfach vorkommt, okay, dann ist das für mich aber so. Ich meine, das gibt es ja auch im Fußball irgendwo, dass ein Trainer eine rote Karte oder sowas bekommen kann nach 2 gelben Karten, wenn er sich halt absolut daneben benimmt. Dann ist das, wenn er da die Ausrüstung auseinander tritt und irgendwelche Flaschen rumschmeißt oder so. Genau, ne? Das ist halt so. Das Verhältnis passt halt null. Und da muss man wirklich gucken, dass da eine bessere Linie reinkommt. Aber ich bin, glaube ich, der Überzeugung, dass das, wenn überhaupt, noch schärfer sein wird. Also vielleicht das nächste Mal, wenn man irgendwie so einen sarkastischen Daumen nach oben zeigt, vielleicht wird man dann auch einfach von Riot Games gezwungen zu kündigen. Ja, das ist irgendwie so die Richtung, in die es eventuell gehen wird. Also dann sagt Riot, hier in den Verträgen steht, hier, wenn ihr unsere Liga schlecht darstellen lässt, dann muss die Orga aus der Liga raus. Das zählt einfach runter. Ja, aber wie gesagt, das ist auch was, eine Entwicklung, die wir nicht nur im E-Sport sehen, sondern auch im normalen Sport. Also gerade in der NBA, wenn du da halt auch mittlerweile tauntest, es gibt so viele unnötige Tech-Fouls, so fucking dumm, Digga. Also, ja, weiß ich nicht. Alles family-friendly, es ist halt irgendwo aber, echt. Aber das ist ja auch sowas, also für uns gehört das zum Sport dazu, das sind auch Emotionen, das muss raus und das ist auch in... Das ist auch wichtig, Alter. Das ist auch, das ist ja auch nicht so das Spiel, oder das hat der Coach ja nicht gemacht mit der Intention, oh, ich sorge jetzt für ein Riesenaufsehen, sondern einfach so aus dem Moment raus, du hast endlich dein Nemesis besiegt, die dich selber die ganze Zeit taunten und sowas, und dann haust du den halt raus, aus der Emotion raus und so, ey, das gehört da dazu, das will man doch sehen. Und dann halt, ne, ich habe jetzt gesagt, so, das ist halt für Family Show, Family Friendly, aber jetzt, wenn man das mal ernst nimmt, Digga, was wirklich. Als ob es so wäre, dass irgendein Kind, weiß ich nicht, ne, irgendein, keine Ahnung, 7, 8, 9, guckt dieses Spiel, sieht, dass der Coach da einen Mittelfinger zeigt, als ob das jetzt so enorme Auswirkungen auf die Entwicklung dieses Kindes hätte, Alter. Digga, das Kind ist wahrscheinlich eh schon völlig. Da ist eh schon nichts mehr zu retten, wenn die Relevant E-Sports gucken. Ja, kommt auf die gute Seite, guckt lieber CS. Oh ja.
Nein, nein, also ich, ja, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie ganz, ganz Quatsch. Und wie gesagt, Emotionen gehören zum Sport dazu und sind wichtig für den Sport, die sind wichtig für Viewership, die sind wichtig auch für Bandbindung und sowas. Aber na gut, wir wollen uns lieber irgendwie alle an der Hand halten und 1, 2, 3 Valorant singen. Ja, das Kind darf gar nicht schauen in der Theorie. Und das ist es nämlich, das ist es. Aber die Fans nimmt man gerne mit. Die Fans, die dann einfach mal 300 Euro für Skins von Mama und Papas Kreditkarte mal eben wegsneaken, einmal in der Woche, Digga. Und mal kurz den ganzen Shop kaufen. Von daher, ey, alles easy. Ist doch genau das, was wir brauchen. Profite, Profite, Profite. Ja, ja, das... Möchtest du noch was zu Game Changers loswerden eigentlich? Nee, ich glaube, das war... Also, ich fand das generelle Level, was da in Valorant gespielt wurde, ey, war ganz gut, Alter, safe. Also auch wenn man, ne, wenn man das vergleicht mit VCT oder man denkt sich jetzt safe. Nicht, wenn also man safe Champions Niveau. Also man, es gab einige wilde Takes auf Twitter, auch aus dem deutschen Bereich, die da quasi Game Changers mit VCT Champions Niveau verglichen haben. Also das ist halt. Das sind halt nochmal wirklich ein Weltenunterschied, leider. Es ist ja, man muss ja nur realistisch reden und dann muss man sagen, es ist ein Weltenunterschied. Aber grundsätzlich, wenn man hier Game Changers geguckt hat, ey, das ist halt gutes Valorant. Man sieht, das sind zwei Teams, die sich da was ausdenken. Die sind alle nicht schlecht, die Spielerinnen und so, auch im Vergleich. Aber, und deswegen auch Respekt an G2. Und ich finde, also gerade Petra, Giuliano, Mimi, ich hab riesen Respekt vor denen. Halt jetzt auch, ne, wir machen uns auch manchmal lustig über halt Aussagen, was Female Esports angeht oder so, wenn da Leute ein bisschen übertreiben. Aber Petra, Giuliano, Mimi und generell eigentlich auch eine Zest, die vorher noch lange am Start war. Und ich habe riesen Respekt vor denen auch. Das sind einfach die fucking Kings, was Tag-Shooter angeht. die Queens in dem Fall, was Tag-Shooter angeht. Im Esports-Bereich. Die haben in CS alles rasiert. Gehen zu Valorant drüber, rasieren alles, Alter. Also davor habe ich wirklich Respekt, Mann, dass die auf dem höchsten Female-Niveau halt konstant die Besten sind. Das ist eine riesen Leistung, Alter. Und das sind auch wirklich, die sind alle sehr, sehr basiert. Die Frauen Giuliano und so und auch Zaz und Mimi und Petra, die sind alle sehr geil drauf. Respekt vor denen auf jeden Fall. Und halt auch vor auch den Up-and-Coming-Spielerinnen, die man jetzt nicht aus CS kennt oder so, ich glaube. Sonder hat in dem Turnier viele überzeugt, also die hat teilweise auch, sah echt sehr crispy aus, wenn man da zuguckt hat vom Aim her und so, sehr nice. Und auch ein paar andere noch auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch für die Zukunft von Game Changers, also du hast da Spielerinnen, auf die kann man sich freuen, so in den nächsten Jahren, dass die da halt abliefern. Aber insgesamt, also man muss ja in den Vergleich setzen, dann, das sind ja alles Teams, die können nicht durch den Open Qualifier durch für irgendein VCT oder so. Ja. Und dann muss man auch mal die Scheune im Dorf lassen, die Kuh im Dorf lassen oder so. Die Kirche im Dorf. Die Kirche, genau. Ja, die Scheune im Dorf. Ja, ey, ich muss dann, dieses kennst du, die schlechtesten Deutschrap-Lines und dann Bushido, wenn ich rappe, ist die Kuh auf dem Dach. Ja, ja, stimmt, Alter. Ja, das sind auch wilde Videos, ja. Alter. Aber da muss man wirklich mal die Kirche im Dorf lassen und ne, wenn man da den Vergleich setzt, no, Game Changers ist Champions-Niveau, ja, nein, Digga, also nein. Ja, was ich dazu aber sagen möchte, ich kann es verstehen, wenn viele Leute irgendwie das nicht interessant finden, weil man dazu einfach als Mann vielleicht nicht so sehr den Bezug hat. Aber ich finde, das möchte ich auch dann auch mal irgendwie positiv erwähnen, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es einen Game Changers Champions gibt. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man, selbst wenn es nicht so groß aufgezogen ist, wie Riot das darstellt, aber ich finde es wichtig, dass eine Female-E-Sport-Szene existiert. Im Gegensatz im Vergleich zu LoL zum Beispiel, in dem Ausmaß, sage ich jetzt mal. Ich finde es wichtig, dass es das gibt und dass Frauen dort die Möglichkeit, beziehungsweise anscheinend ist das nicht nur Female, sondern halt auch für Non-Binary. Jetzt muss ich da auch, Non-Binary, okay. Für die Leute sich dazu qualifizieren. Also vielleicht ist es dann einfach so diese diverse Liga, sage ich jetzt einfach mal, salopp gesagt.
Und das ist auch okay. Ich finde das wichtig. Ich finde das wahnsinnig gut, dass es sowas gibt für diejenigen, die es halt interessiert. Und ich glaube, da gibt es auch, also, ne, was heißt ich glaube, da gibt es auf jeden Fall den Markt für, dass es dort viele Female oder diverse Zuschauer gibt, die sich damit einfach mehr identifizieren können. Und dann finde ich es wahnsinnig krass, dass sowas dort gezeigt wird. Und ich hoffe wirklich, selbst wenn es mich nicht interessiert, aber ich hoffe, dass es dort, dass das eine Inspiration gibt, gerade auch für die Female-Spielerinnen, diversen Spieler, dort einfach krasser zu grinden und dort irgendwann mal selber auf der Bühne zu stehen. Das würde so einer Szene echt gut tun. Und ja, da einfach wirklich Respekt an diejenigen, die dort jetzt krass mit dabei sind. Und ja, einfach, ne, ich meine, gerade im Sport ist es ja schon eher selten, Vorbilder auch für weiblich divers zu haben. Sage ich mal, ich möchte hier eigentlich mehr weiblich in den Vordergrund stellen, weil die kriegen echt viel Shit ab. Also gut, divers auch. Gibt es auch einen sehr interessanten Retweet von Sesh zu dieser ganzen Trans-Debatte. Also. Und, ne? Wie gesagt, ich finde es einfach wichtig, dass diese Leute auch einfach ja, eine Chance bekommen, Inspiration bekommen und die Bühne bekommen. Und ja, wäre schön, wenn die Szene noch weiter wächst. Ja. Ja, in Valorant, das Interesse ist da, sieht man an den Viewerzahlen. Ja. Ich glaube, für ein Female-Turnier war das jetzt die größte Viewerzahl aller Zeiten im E-Sports, glaube ich. 150.000 oder sowas, Peak-Viewership, glaube ich. Also, man sieht, so Interesse ist da. Ja. Also, Valorant ist da, was E-Sports angeht, das größte bisher, was es gibt für Female-E-Sports. Ja. Nur, es ist halt, wie gesagt, also, dass das jetzt die erste LAN war, überhaupt, das ist eine Frechheit. Also, es muss LANs geben, es muss reguläre LANs geben. Auch nicht nur für Champions, sondern auch dann schon für regionale, ne, Qualifikationen dafür und sowas. Ja. Und auch an diejenigen, die dort ja sehr krass hate-mäßig unterwegs sind gegenüber den Female-Spielerinnen, da gibt es ja schon eine Menge an wirklich ekligen Kommentaren. Denkt doch bitte einfach mal zweimal drüber nach, was ihr da von euch gibt und ob das wirklich überhaupt Sinn macht. Wenn man eh nur Hass verbreitet, dann in dem Sinne, ob es dann Sinn macht, dann überhaupt zu schreiben oder ob man nicht einfach mal seine eigenen Ansichten oder Denkweisen einfach mal überdenken sollte. Ja, das einfach mal dazu gesagt. Da fand ich echt einige Nachrichten, die man da gesehen hat, echt widerlich und menschenverachtend und ja, sowas muss halt wirklich 0,0 sein. Hat überhaupt nichts zu suchen. Im E-Sport, aber auch generell im Leben. Teilweise einige Kommentare, Alter, echt. Ja. Allerunterste Gürtellinie. Ja, dann hast du noch was auf dem Zettel? Bei mir steht nichts mehr. Nee. Alles ready. Ja. Von daher, jo, also dann wären wir jetzt auch durch. Ja. Denkt dran, Like da lassen, Abo da lassen und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von meinem Fokusliner erhaltet. Morgen dann, wie gesagt, Gaming-Stream für euch auf YouTube. Dann wahrscheinlich jetzt oder in ein paar Stunden. und bis dahin haut rein, meine Freunde. Jo, ciao.